ganz schön heiß. Mir schmilzt das Hirn weg. Ja. Ich bin dafür nicht gemacht. Ich kann nicht mehr denken. Wie geht's denn dir? Ja, mir klebt da so das Hemd am Rücken von der Anreise. Ja, Klaas hat mich in dem Zustand immer Oma genannt, als wir damals auf Ibiza waren. Ich kann wirklich nicht mehr... Warum wollte der, dass wir 12 Stunden mit dem Fiat 500 mitten nach Italien auf diesem kleinen Platz fahren? Ja, stellt sich an beim Schlauchboot, aber hier sollen wir jetzt irgendwie, was soll das? Irgendwas hat er gesagt vom Nebenjob. Kommt auf die Piazza, hat er gesagt. Das ist wieder, hat er vielleicht irgendein Hotel gemeint, oder was? Ja, hier ist ja kein Hotel, hier ist nix. Lass uns mal in den Schatten gehen, komm. Wir können uns da zu den alten Männern unterm Baum stellen. Wir sind die alten Männer unterm Baum. Ja, aber die haben noch graue Haare und so Buntfalten. Dann können wir uns dazu stellen. Buongiorno. Ciao a tutti. Alter, es sind 50 Grad. Ich wünschte, wir wären an der Nordsee, ne? Da wird es jetzt wenigstens kalt runterregnen. Ja. Ach, guck mal, süß, da die Kinder mit dem Dreirad. Ja. Sag mal. Was sind das für ein Gebimmel jetzt noch? Ey, das ist eine Eismelodie von so einem Eiswagen. Ey, sag mal, das ist Klaas im Eiswagen. Was? Der hat so einen schwarzen Oberlippenbart. Der sieht aus wie eine Mischung aus Super Mario und Luigi. Das ist er nicht. Ciao ragazzi! Oh mal die Kinder, wenn fast mal fangen die da zum Eiswagen rennen. Ragazzi, Bambini, Puppi, alle schön zu mir, Gelato, das Buongiorno. Ich will auch ein Eis. Ey, da steht kostenloses Eis auf Italienisch. Kleine Signore, ja? Was möchtest du für ein Eis? Una Vanilla, una Chocolate, una Stracciatella. Hallo Klaas, wir sind's! Wir sind hier! Jakobo! Hallo! Tomasso. Da hinter die Bambini! Smitty ist auch hier! Schön, dass ihr da seid! Jetzt geht's. Ja, Kinder, nur hört mal auf, nicht mit den Händen da rein! Kriegen wir auch ein Eis, Klaas? Ja, also eine Sekunde hinten anstellen. Bei euch auch hinten anstellen, bitte. So, okay, und jetzt erstmal du, Kleiner. Also, was möchtest du haben? Was ist es? Was möchtest du? Lässt du den Onkel da mal durch? So, was darf ich dir für ein Eis Schieb geben? Schieb mal Tomasso. Den ganz dicken Jungen weg, der will ihm hier was wegessen, dem kleinen Süß mit den blonden Haaren. Schieb mal den Dicken weg, mach mal den Blonden hier. Also, was möchtest du erstmal haben? Ja, sicher. Und ein bisschen Streusel oben drauf, una Streuselino, ja? Si. Okay, so, bitteschön. So. Ha, ja, jetzt hättest du was gehabt. Na, wieder weggezogen. Klaas hat diesen Stab, macht es so, dreht es so. Und wieder weggezogen. Und unten. Und das jetzt waren zwei Mal übereinander. Damit hättest du wirklich gerechnet. Wo hast du das gelernt, Klaas? Ja, naja, egal. Dann zeig doch mal, was so, du kannst. Okay, was willst du? Ein Schlumpfeis, das ist so geil, da muss man sich die ganze Zeit am Penis rein. So lecker schmeckt das. So, hier ein Schlumpfeis für den kleinen... Kriege ich Streusel drauf? Una Streuseletti? Ja. So, und du? Ich hätte gern Schoko alla Joko. Das ist Schokoeis mit einem heißen Espresso drüber. Bist du dir ganz sicher? Will ich haben. Okay, una Espresso. Eine Frage noch, Herr Eismann. Ja? Was machst du hier? Ja, was soll ja, das? Ja, seht ihr. Nehmt euch mal selber, Kinder. Komm, hier habt ihr die Kelle da, bitteschön. So, ja, komm, hier mal. Unten hinten ist eine Tür, da kannst du reinkommen. Komm. Ja. Ich würde die Kinder nicht in den Eiswagen. Ist doch egal, ist eher umsonst. Habt doch gemerkt, ich kassiere hier gar nicht. Das ist meine persönliche geistige Sommerfrische. Die hole ich mir ab, indem ich durch ganz Italien fahre und Eis verschenke. Das wäre dein Traum? Das mache ich. Wollen wir da so eine Urban Myth draus machen, so Urban Legend, dass so in der Showbranche flüstert der Pilawa dem Pflaumen ins Ohr, ey, der Häufer Umlauf wurde in Florenz gesehen wieder. Mit dem Eiswagen wieder? Ey, der ist ein verrücktes Huhn. Ja, ich muss irgendwie mir was Besonderes, so eine besonders philanthropische Art. Ja. Ja, dass ich das auch nur da mache, wo ich nicht sofort erkannt werde, weil ansonsten ist das ja für mich nicht möglich, auf die Piazza hinauszugehen und so weiter, ja. Und Piazza, das ist also, sowas gibt es ja auch nicht in Deutschland. Das ist schade. Diese Piazza-Kultur. Ja. Wenn hier irgendwie 20 Leute zusammenstehen, muss man halt aufpassen, also meistens dann am Cotti, ne? Dann stinkt es nach Bier und Pisse. Genau, also das Piazza-Feeling in Berlin findet man eigentlich nur am Cotti. Da sind auch Menschen, alle Altersklassen finden sich da zusammen. Da gibt es jetzt nicht Eis, sondern eher... Drogen? Nicht, Drogen, Methadon, so ein Zeug, ein paar Steine. Dürüm. Ja, Dürüm zwischendurch. Tauben.
Und deswegen muss man schon nach Italien, hier nach Florenz, nach Siena und so weiter, schön, um mal so ein bisschen zu gucken, wie ist das denn eigentlich. Ich sage erst einmal allen Zuhörern und euch natürlich auch, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Baywatch Berlin Summer Breeze. Bei mir an meiner Seite ist hier einmal Jakob. Jakob Lund. Ciao a tutti. Der eine oder andere wird ihn schon kennen. Wir arbeiten seit Jahren zusammen, machen Baywatch Berlin und jetzt auch im Sommer Baywatch Berlin Summer Breeze zusammen. Schön, dass du da bist. Thomas Schmidt auf der anderen Seite. Auch wir arbeiten gefühlt schon 40 Jahre zusammen, machen jetzt seit einigen Monaten diesen Podcast hier. Schön, dass du wieder da bist. Du hast heute ein besonderes optisches Merkmal, auf das ich hinweisen möchte, weil die Leute es nicht mitbekommen. Der eine oder andere wird schon mal Thomas gesehen haben mit dieser witzigen Mütze auf, wo der kleine Esel drauf ist. Da ist der Gag in der Mütze eingewebt. Da ist der Gag in der Mütze eingewebt. Aber Thomas hat sie heute auf eine besondere Art und Weise, also ich möchte sagen, jugendlich frisch trägt sie heute. Mhm. Das ist nämlich diese Art, die gibt es schon seit ein paar Jahren, dass Leute eine Mütze tragen, als wäre sie praktisch vom Schrank gefallen und man hätte sie mit dem Kopf aufgefangen. Also zu locker drauf. Zu locker drauf und ein bisschen zu weit nach vorne. So ein bisschen Pietro Lombardi scheint da durch. Ja, das wollte ich auch vermitteln. Ich fand, wir waren letzte Woche sehr schwermütig. Ja. Es hat mit Nordsee angefangen und wurde danach nicht besser. Ja. Wir haben uns so ein bisschen angegiftet. Von Anfang an war da Fuego drin. Ne? Ja. Und jetzt habe ich so das Gefühl, müssen wir den Sommer wieder zurückholen. Wir brauchen mehr Breeze wieder, mehr Summer. Ja, wie viel Eis ist in deinem Urlaub so vorhanden, Jakob? Meinst du grundsätzlich? Also grundsätzlich. Wie groß ist der Eisanteil in deinem Urlaub? Jeden Tag Eis in den Drinks und im Beige. Wie der Hesse sagt. Ich habe mir überhaupt Gedanken gemacht. Mir fehlt dieses Jahr so ein bisschen dieses Italien, ne, und diese Piazza-Erlebnisse, mit denen wir gerade eingestiegen sind. Mhm. So ein Platz, auf dem die Sonne steht und man isst irgendwie ein Eis, um sich abzukühlen. Und ein bisschen weiter, wenn man dann so runterläuft, kommt irgendwann, wird der Asphalt so rissiger und dann riecht man das Meer und dann ist da der Strand. Und das fehlt mir dieses Jahr. Ich war ja bekanntermaßen in den Bergen und ich habe schon ganz oft auch in meinem Leben gedacht, wenn ich mal so in Italien war, ob mein Leben, und da brauche ich eure Einschätzung, auch hätte so verlaufen können, dass ich ein italienischer Gigolo geworden wäre. Nein. Weil ich verstehe, dass aus dem Impuls das erstmal ein Nein gibt, weil ich habe sehr weiße Haut, bin ein faller Typ, ich habe eine Brille auf und blonde Haare. Mhm. Also nicht ein klassischer Gigolo, aber ich habe Brusthaar. Also ich könnte, glaube ich, wenn ich jetzt dort geboren wäre, als derselbe Jakob, der heute hier sitzt, dann würde ich ja nicht sagen, ich gehe zum Fernsehen oder mache ich so. Dann würde ich sagen, ich gehe zum Strand. Und dann stehe ich da. Ja. Und dann würde ich irgendwann wissen, ich lasse das Hemd aus. Aber, und Jakob, ich mache so eine enge Badehose, ziehe ich an. Und dann mache ich ab und zu, wenn Bella Ragazzi vorbeilaufen, mache ich so. Wow, das ist schön. Ja, aber zu dem Italien-Feeling, da gehört ja auch so ein gewisses Laissez-faire. Ne? Ja. Und wer einmal dich beobachtet hat, wie du für den Skiurlaub den Kofferraum einpackst. Wir sind zusammen, klar, das muss ich dir erzählen, wir sind zusammen in den Skiurlaub gefahren. Und vor der Heimreise wurde gepackt und da habe ich halt meinen Koffer und meine Tasche in den Kofferraum gestellt. Ja. Er auch. Und dann hat er den ganzen Mist nochmal alles ausgeräumt, hat es nochmal neu sortiert, so Tetris-artig zusammengestellt, weil er konnte nicht abfahren, wenn das einfach nur so kreuz und quer da im Kofferraum. Und das ist jetzt nicht ganz italienisch. Es ist kein Gigolo-Style. Vor allen Dingen verstehst du ja gar nicht, was du auf der Piazza dann machen musst. Da herrscht das Prinzip, das berühmte Prinzip des sich treiben Lassens. Ja. Man muss da rausgehen, man darf sich auch nicht verabreden. Man muss nur sagen, guck mal, da hinten steht Paolo, da vorne ist Giancarlo. Ja, und dann gehen wir halt darüber, Alfredo, hallo, buonasera, was machst du denn hier? Und dann wird halt einfach mal losgequatscht. Man kann halt nicht vorher schon immer alles wie am Reißbrett planen und zu sagen, erstmal rede ich in 20 Minuten mit Alfredo. Dann muss ich gucken, dass da hinten, dass da Pedro nicht zu kurz kommt und dann gehe ich rüber zu Giacomo. Das geht natürlich nicht, sondern man muss mal so ein bisschen auch mal loslassen. Also ihr sprecht mir aber schon das Fuego ab. Ja, das stört schon der Nachname. Da heißt Alberto Francesco Lund. Du sprengst da jede Gruppe. Okay. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier aber deine Bestimmung ihr nicht, sein soll. Meint ihr nicht, also jetzt, das meine ich wirklich ernst, also einfach dadurch, dass man so am Meer geboren ist, ja, und dass man den Körper für eine zu enge Badehose hat und Brusthaar, dass man dann da so reinwächst in diese Rolle, dass so der Geist folgt dann eher den Gegebenheiten. Also du hättest vielleicht das Zeug für so einen stadtbekannten Sonderling. Also das perversen, oder was? Nein, nicht unbedingt pervers, aber es gibt doch... Schau, oh nee, das ist der Perversen. Sperrt ihn weg!
Ein Kind weint in der Ferne. Aber es gibt, also wenn, zum Beispiel ich habe immer Urlaub gemacht in so einem ganz kleinen Ort in der Nähe von Kalamata. Peter Lidi heißt der. Der ist wirklich in Griechenland und ja. Da kann man wirklich... bieten wir bald Reisen übrigens an, von Baywatch Reisebüro. Ich würde es nicht empfehlen. Also das war damals schon nicht gut in Schuss und ich denke, sagen wir mal, der Zustand Europas hat da jetzt nicht dafür gesorgt, dass es wieder besser aussieht. Und es war aber irgendwie schön und irgendwann, wenn du jahrelang dahin fährst, dann kennst du ja die ganzen Typen, die da so sind. Ja. Man, und dann sagen meine Eltern auch wieder, mal gucken, wie es mit dem geht. Und, ich kenne die heute alle noch namentlich. Es gab zum Beispiel einen Opa, der damals schon 80 war, sah aus wie der alte späte Marlon Brando, hieß Paras Givas. Und Paras Givas hatte so eine kleine, so eine Farm oben auf dem Hügel, so, da war irgendwie in so einem Schlangenfeld, ja, irgendwo, sengende Hitze. Und das war toll, da sind meine Schwester und ich, sind wir alle dann dahin, wurden wir da zum Uso trinken und zum, die haben so Singvögel geschossen und gegessen. Ach. Aber wirklich komplett alles süß. Drin. Ja, das war irgendwie so ganz normal und dann wurde einem auch die Ehre zuteil, auch mal so einen Singvogel zu essen, nicht wie Kinder, aber meine Mutter musste mal ran. Fängt die heute noch an zu kotzen, wenn ich davon erzähle. Lecker, Blauspecht. Und ich und meine Schwester sind dann so rumgelaufen und ein ganz tolles Erlebnis gab es da. Da sind wir dann so durch das Haus da gelaufen vom Paras Givas und haben dann die Bettdecke aufgeschlagen und habe ich ein geladenes, echtes Gewehr gefunden. Und damit bin ich dann so durch rumgelaufen, wie als Kind, so guck mal, und so. Und die Art, wie dieser 80-jährige Mann dann auf einmal wieder das Leben zurück in seinen Körper fuhr, die Uso-Flasche zur Seite und mir dieses Gewehr abgenommen hat. Also da war ich kurz davor, wirklich mit 6 oder 7 Jahren einen nahen Verwandten oder einen älteren Griechen zu erschießen. Hätte ich auch nicht und auch sonst keiner gedacht, dass das passieren kann. Und dann gab es Dino, den Taxifahrer. Dino, der Taxifahrer, hatte sich schon den 4. Motor in seinen alten Mercedes eingebaut und so sah das Auto auch aus. Dann gab es Dionysos. Dionysos hatte ein Restaurant und er hat aber keine Speisekarten, sondern er hat sich immer an den Tisch gestellt und gesagt, ich habe heute. Oh, und dann hat er alles erzählt. Und wenn du dann den Fehler gemacht hast und gesagt hast, du hättest gerne die Fischsuppe, von der er gerade erzählt hat, dann ist er losgegangen, hat er seinen Block und seinen Stift zur Seite gelegt, ist in ein Boot gestiegen und weggefahren. Und hat den Fisch, also frischer, wie es nicht geht, geholt. Oh, herrlich. Und der hat dann aber irgendwann, Jahre später, habe ich mir berichten lassen, wurde er von seiner Frau betrogen und hat dann... Mit Paras Schnikosch? Mit Paras Givas, oder mit Zigaretten-Jorgo oder mit Kostas vom Souvlaki-Stand. Man weiß es nicht genau. Es gab eine Menge Leute da. Irgendwer wird also ihn da hintergangen haben und dann hat er sein ganzes Restaurant, was also große Teile meiner Kindheit geprägt hat, dieser Anblick von diesem Restaurant, hat er kurz und klein geschlagen. Ah, doof. Ja, ist jetzt nicht mehr da. Dionysos hat aktuell kein Restaurant. Ich frage mich immer, wie macht ihr das? Das ist ihr ehrliche Bewunderung ist wieder. Ihr lernt immer so Biografien. Denkt ihr euch die, wenn ihr die Leute seht, so wie in Annie Hall sitzen sie auf einer Parkbank und denken, ah, der Typ ist bestimmt von der Mafia, der hat seine Frau erschossen und sowas. Also denken sie über Passanten. Denkst du sowas im Urlaub auch? Oder wo kommen die Biografien her? Ich weiß doch nicht mehr, was mein Taxifahrer gemacht hat, welchen Laden der kaputt gehauen hat. Wie aber der wenn typ du immer hat, zum selben das, Ort nein, fährst. Ich war ja 12 Mal oder so da. Und hattest du auch mal so Gigolo-Fantasien? Also weil ich finde von uns dreien, no offense Schmidolino, aber wenn einer Gigolo sein könnte und da so einen ganzen Tag wie so ein Graurücken-Gorilla am Strand steht, auch Bella Figura macht in der Badehose, mit so einem Zigarettchen, ne? Und so einem Cerveza da, dann bist es du, Klaas. Ich muss erst nach Spanien fahren, mir ein Cerveza holen. Aber die Bira oder so heißt es doch, ne? Ja, posso avere una Bira. Kannst du denn so pfeifen? Ja, das kriege ich noch hin. Aber ja, ich weiß nicht, ich früher habe ich natürlich immer, wenn ich so Cluburlaub machen musste mit meiner Oma, meiner Mutter, da habe ich natürlich immer erstmal die Animateure bewundert. Ja, das verstehe ich. Die dann tagsüber, haben die dann Bingo gemacht, morgens um 10, dann war um 11 Uhr Dart, 12 Uhr Aquajogging. Ja. Shuffleboard. Ja, genau. Nachmittags dann noch alle anderen Sportarten, die jemals erfunden wurden. Und abends haben dann dieselben 3, 4 Leute, die tagsüber schon mit rotem Kopf in der Sonne standen und auch schon mittags schon ein bisschen nach Alkohol gerochen haben, haben abends dann noch zu dritt zum Beispiel Cats aufgeführt. Ja, toll. Ja, oder Best of Musical. Immer die drei gleichen. Ja.
Und die den ganzen Tag schon, das ist ja wirklich so ein 24-Stunden-Job, ne? Und wenn du dann fertig bist mit der Schicht, dann musst du noch eine Touristin flachlegen. Also es ist richtig, richtig was zu tun als Animateur. Und ich habe mal in einem, Muss man das in den Dienstplan eintragen? meine allererste Freundin, da war ich 12 oder sowas, die hatte ich im Ferienclub, da war ich mal im Aldiana-Club, völlig kurios, im Aldiana-Club im Senegal. Was? Ja, da gibt es einen. Im Senegal? Ja, mein Vater wollte irgendwie hin, der wollte da mal sich das anschauen, hat er geguckt, also er will mal nach Afrika, wollte sich das alles anschauen, hat geguckt, wie kann ich das machen, dass das die Kinder auch irgendwie gut finden. Ja, logisch. Ja. Weil mir war das halt egal, wo dieser Club dann da ist. Senegal war dir das, ne? Und da gab es dann immer Tanzkurs. Da konnte man dann Cha-Cha-Cha, Rumba, die ganzen Disco-Fox und so. Und zu dieser Gelegenheit habe ich meine erste Freundin dann kennengelernt. Und hast du sie praktisch mit deinem Hüftschwung überzeugt? Nee, die Tatsache, dass wir da jeden Tag hin mussten, die hat dann irgendwann die Redundanz, mit der ich jeden Tag dann wieder um 17 Uhr aufgeschlagen bin und gesagt habe, heute wieder Tanzkurs. Die hat dann immer dafür gesorgt, dass man sich an mich gewöhnte. Schmidti, bist du so ein Cluburlauber gewesen in deiner Kindheit? Habe ich noch nie gemacht. Nee, ne? Nee. Meinst du, da fehlt dir was? Weil du wärst auch jemand, den das irgendwie glücklich machen würde, glaube ich. Ja, glaubst du auch? Das glaube ich schon. Ja, meinst du das? Ich glaube nicht. Doch, glaube ich, als Kind glaube ich irgendwie schon. Nee. Weil da ist die ganze Zeit Ninja-Feeling. Nee, da ist ja überhaupt kein Ninja-Feeling. Das sagt, du weißt gar nichts über Ninjas. Das sagt mir die Anekdote schon wieder. Okay. Was weißt du denn jetzt über Ninjas? Also jetzt fände ich mal gerne dein Ninja-Fachwissen. Ich war doch als Kind durch die Wälder gestreift. Ey. Ja, da hat mein Nunchaku, meine Ninja-Sterne, ich hatte irgendwie alles im Blasrohr und bin da durch die Wälder gestreift. Und mit welchem Ziel? Ja, besser werden. Einfach besser werden. Warum, weißt du, warum bist du, es ist aus dir nicht der Waldrambo geworden? Muss man doch in diesen Tagen fragen. Ich war kurz davor. Ja, das dachte ich auch schon oft. Aber, als ich gerade am Waldrambo wollte, ich eigentlich schon die Polizei rufen. Aber den haben sie ja jetzt, sagen, wo er ist. Den haben sie ja jetzt glücklicherweise friedlich und ohne dass jetzt, also ein bisschen wurde er und glaube ein Polizist wurden verletzt, aber jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Ja. Genaueres weiß man da noch nicht, aber es gab ja so eine Pressekonferenz, wo dann gesagt wurde, wie der jetzt gefangen wurde, der Waldrambo. Und es hatte ja immer so ein bisschen Sommerloch-Feeling. Obwohl das ja eigentlich schlimm war. Ich meine, er hat vier Polizisten entwaffnet, war selber bis an die Zähne bewaffnet, offenbar auch nicht mehr ganz frisch und lebte da schon ewig mit einem amtlichen Vorstrafenregister im Wald, dass das nicht so gut ist, dass der da jetzt da durch den Schwarzwald schleicht, im Unterholz liegt irgendwo, wenn da mal ein Fahrradfahrer vorbeikommt, ist ja klar. Trotzdem hatte es so ein bisschen das Gefühl von Kaiman Sammy ist wieder in irgendeinen Badesee abgehauen. Ne? Man hatte so ein bisschen das Gefühl. Der Problembär. Und auch so dieser Name Waldrambo. Das hat das so alles so verniedlicht. Und weil man sagen muss, so hat er sich nicht vorgestellt. Ne? Nein, aber das hat ja Kaiman Sammy auch nicht. Also irgendwann kommt halt die Boulevardpresse und sagt, das ist jetzt der Waldrambo, das ist hier der Rosa Riese und das ist jetzt hier der, was weiß ich, hier Nunchaku Rolf. Und so ist es dann eben. Und dann fängt man an natürlich, dass so niedlich zu finden. Ne? Und jetzt sagen wir mal, am Ende ist ja, er hat ja auch einen Abschiedsbrief da vorbereitet, also hat offenbar andere Pläne. Jetzt hat ein Profiler gesagt, habe ich gelesen, hat er gesagt, der wollte gefunden werden und so. Ist ja auch egal. Am Ende war alles in Ordnung. Trotzdem waren da über 2000 Polizisten im Einsatz. Mantrailer, Hunde, Hubschrauber, Wärmebildkameras und. Also die haben da in Schichten gearbeitet und haben sich tatsächlich da wirklich, wirklich stark engagiert dafür, dass diese Gefahr gebannt ist. Und trotzdem war die PK geprägt von einer gewissen Entspanntheit und Gemütlichkeit. Und das liegt daran, dass das Ganze in Offenburg stattgefunden hat. Mhm. Und auch der Polizeichef und sein Kollege, die haben so badisch gesprochen, was natürlich dafür sorgt, dass das mit so einer gewissen, also man hatte so ein bisschen das Gefühl, die haben da Räuber Hotzenplotz gefangen. Man hat gesagt, ja. Und die waren natürlich auch sehr erleichtert, dass nichts passiert ist. Und diese Erleichterung darüber, die hatten immer so ein, man sagt doch gerade beim Radio, du wirst das kennen, dass wenn man mit einem Lächeln spricht, dass man das zwar nicht sieht, aber hört. Das hört man ja. Und so war das bei denen auch. Die haben also den Tathergang und auch die Festnahme haben sie nochmal erzählt, aber mit einem Lächeln. Und das lag so wie so die Grundatmosphäre der ganzen Berichterstattung, lag das über diesem Bericht.
Und er hat dann gesagt, also die Täterfestnahme, die Täterfestnahme, die ist gut gelaufen. Und wir haben gesagt, wir haben Absuche, die ganze Waldabsuche, das haben wir gemacht. Und ich kann es jetzt nicht so nachmachen, aber es war wirklich total süß und lieb, wie die das so erzählt haben. Und haben dann auch zum Beispiel davon gesprochen, na, wir wussten schon, dass wir den Täter früher oder später antreffen. Antreffen, wie so ein Wanderer. Hallo? Wo haben Hallöchen. Die den denn angetroffen? Ja, den haben sie irgendwann angetroffen, wie er da irgendwo unter so einer Tanne da saß. Da hat er die vier Pistole hat er vor sich aufgereiht. Bereit zum Schieße. War ich bereit, ja? Ja, er hatte vier Pistolen, die er da geklaut hat. Ja, ja. Und die gehörten ja nicht ihm. Ja. Die wollte er wahrscheinlich zurückgehen, nicht kaputt machen. Ne? Ja, habe ich das falsch gelesen? Aber dass der so ein, der hat ja auch ein Manifest geschrieben. Ne? Ja, Manifest. So, Manifest. das war ein Mix aus dem Manifest, das er abgeschrieben hat vom Juna-Bomber und Herbert Grönemeyer-Texten. Ja. Ja, ist also man hat ja meinen. Weirder Flex! Weirder Flex, Wald Rambo! Immer mal was Neues. Get your shit together, das passt nicht. Ja, ja, Telefon, Gas, Elektrik. Und bezahlen, das geht auch, ja, so stand es drin, ja. Ja, eiskalter Hand, eine Grouch vor dir. Ich drehe es schon seit Stunden hier so meine Runden. Es brummen die Motoren, es drückt in mein Ohr. Weil man muss ja sagen... Sein Aftershave liegt in der Luft, warum hat er nicht gleich meins benutzt? Also das hat ihn erzürnt. Also man muss ja sagen... Der Aftershave liegt in der Luft, hat er nicht meins benutzt. Was soll das? Klasse, was ist denn los mit dir heute, ey? Das ist ja unfassbar. Heute wirklich heute das Versprechen Summer gehalten. Breeze. Ist. Summer Breeze. Aber man muss ja kurz sagen, der Juna-Bomber selber, auf den er sich da bezieht, ne? Ja. Das muss man sich unbedingt auf Netflix angucken. Ganz, sehr, sehr gute Serie, ganz spannender Typ. Manhunt Juna-Bomber. Manhunt Juna-Bomber. Also, ich weiß nicht, wenn du es noch nicht gesehen hast. Super, super gut. Weil irgendwie ein ganz kurz zusammengefasst, interessanter Typ, der eben mit Bomben schwer das Land bedroht hat und der eben wirklich eine ganz. Interessante Aussteigerphilosophie hat, auf die sich bis heute viele beziehen. Da geht so ein bisschen so die Auflehnung gegen die moderne Welt und alles, was so mit dem einhergeht. Und da hat er irgendwie so ganz schlecht auch abgeschrieben. Und der hat auch so ein altes Druckerpapier genommen, die man so in so geschmacklosen Geschenkeläden kaufen kann, und hat das auch mit so einer ganz hässlichen Schrift getippt hier, unser Waldraum. Mit also Comic Sans. Ja, also das sah auch beschissen aus irgendwie. Also die nee, ganze der Nummer wollte, war... Der wollte das doch genauso machen, der hat das so nachgemacht. Ja, ne? würde man sagen, so Juna Bomber auf Wish bestellt. Da kommt der Waldraum, ne? Das war irgendwie nicht ganz rund, die Nummer. Aber es ist ja auch blöd, ne? Es reicht nicht für Netflix, das muss man sagen. Aber ich denke mir dann auch manchmal so... Dann hast du da irgendwie, was hat er jetzt groß gemacht? Da ist er ein bisschen durchgedreht, hat ein bisschen mit. Der ist gestromert, hier wie er eigentlich, dadurch die Wälder gestriffen oder wie er das genannt hat. Ist Rumhühnern jetzt nicht mehr in oder was? Na, nicht bewaffnet. Also genau, Hühnern ist was sehr Entspanntes. Okay. Ja. Und auch diese, also ich frage mich dann halt, wenn man so am Ende, denkt man auch so, ja, was soll das denn jetzt alles? Ja. Also hat er nicht mal auf einen Baum geschossen. Also nicht, dass man das soll, aber man denkt so, was sollte diese ganze Aktion denn eigentlich? Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf, dass Netflix Juna-Bomber hat und der kommt zum Maxdome oder so. Also was der Waldrambo, 6 Folgen, 3 Staffeln. Ja. Und dann erzählt da dein Vielleicht wäre das was für Joy. Dann erzählt da dein badischer Typ nochmal die Geschichte in so einem abgesetzten Interview. Es kommt einfach kein Flair auf. Irgendwann werden wir ihn schon antreffen. Und so war's. Spoiler, Folge 7. Wer von uns würde am längsten als Waldrambo sich durchschlagen? Also ich habe ja ganz viele, damals noch zu Lebzeiten, habe ich Veranstaltungen von Rüdiger Nehberg besucht. Ja, das ist ja qualifiziert unser... dich noch nicht. Wieso? Ich weiß ja halt schon mal was. Ich bin Reinhold Messner, Fanatic seit 100 Jahren. Ich mache dir alles platt. Ich bin geistig schon 10-mal auf den Everest gestiegen, 3-mal über den Nordpol gelatscht, übers Packeis, wohlgemerkt. Okay. Wie geistig. Ja. Aber zu Hause gern mit Staubsaugroboter. Kriegt man da Blasen von, wenn man so geistig übers Packeis in der Erfrierung? Ja. Ganz ehrlich, der Einzige, der ist, weiß, wer fitter ist als wir? Lanz. Markus Lanz. Ja, der würde das schaffen, der alte Windhund. Mhm. Ja. Und dabei richtiger... noch Fotos machen. Der macht immer Fotos. Ja, und geil aussehen noch natürlich. Ja. Ne? Also der wäre sowohl Gigolo als auch auf dem Everest. Der kann beides. Hättet ihr denn überhaupt Lust, durchzuhalten als Waldrambo?
Wenn ich es jetzt so anbieten würde, Wald Rambo Experience, kostet 500 Euro, ihr kriegt so ein bisschen Vorsprung im Wald, 2000 Polizisten werden euch suchen. Ja, das ist die Experience. Würdet ihr es buchen? Ist das mit Erschießen? Auf jeden Fall aufregend. Ja. Ist das mit Erschießen am Ende? Nee, markieren. Ja, also dann beschreibst du weite Teile meiner Jugend. Das ist super peinlich heutzutage, weil es nicht mehr so cool ist wie damals, habe ich das Gefühl. Aber ich habe Paintball gespielt bis zum Erbrechen. Und auch nicht so diese Variante von wegen, man hat Neonkleidung an, damit das Martialische verliert. Das ist so das Neue. Ja. Paintball ist so markieren. Ja, da wird markiert und so. Ja. Wir haben geschossen und wir hatten sogar Tarnfarbe im Gesicht und wir waren wieder Waldrambo. Ja, eigentlich genau. Das kam nach der Ninja-Zeit. Ich möchte das nicht verherrlichen jetzt hier, dass du da irgendwie so paramilitärisch deine Jugend verbracht hast. Ja, ja. Und da irgendwie, sagen wir mal, mit so einer freiwilligen Armee die Grenze zu Frankreich abgesichert hast. Im Saarland, wie sie bekloppten, weißt du, irgendwelche Bürgerwehr. Da kam der Relotius, hat was geschrieben über uns. Ja, genau. Das ist Jägersgesetz. Ja. Schmitti an der Wumse. Mit einem Ninja-Stern hält er Macron zurück. Naja. Werbung. Ja, wir haben auch in dieser Woche wieder etwas zu berichten und zwar, wie man mit Porsche Drive Rental an ein Auto kommen kann, was nicht unbedingt das eigene sein muss, sondern man hat jetzt die Gelegenheit für entweder ein paar Stunden oder mehrere Tage, von 3 Stunden bis zu 28 Tagen, einen Porsche, alle gängigen Modelle eines Porsches, zu mieten und damit durch die Gegend zu fahren und dieses Erlebnis mal zu haben. Denn das geht jetzt bei Porsche Drive Rental. Es gibt 10 Standorte in Deutschland, wo man da einfach hingehen kann. Kann man sagen, so, hallo, ich bin 25 Jahre alt, ich habe 5 Jahre meinen Führerschein. Ich würde gerne hier mit dem Porsche rumfahren. Dann sagen die, ja sicher, bitte sehr. Und dann kann man das machen oder man kann das verschenken. Und ich möchte darauf gerne hinweisen, weil ich glaube, dass das Bock macht. Ihr strahlt jetzt so, also das muss ein Mods-Ding sein, sich so ein Auto zu leihen, oder? Ja. Ich hab's noch nicht erleben dürfen, aber es klingt fantastisch. Ja, es ist es auch. Ja. Was ist an dem Porsche, also was macht es für dich besonders, Klaas? Warum sagst du das mit so einer Arschigkeit? Sag das mal jemandem, der einen Rattenschiss auf Autos gibt. Ja. Darf man das in der Werbung sagen? Das darf man wohl sagen, Rattenschiss. Also zum Beispiel jetzt, also auf Autos ja nicht, aber es ist zum Beispiel so, es ist wahrscheinlich eine frühkindliche Prägung. Ich hatte mal, als ich ein ganz kleines Kind war, wirklich 3 Jahre alt, hatte ich so einen kleinen Porsche, der war rot, so ein Spielzeug-Porsche. Aha. Und mein Vater hatte ein anderes Auto und das war weiß, so ein Firmenwagen. Und ich dachte mir, dieser kleine, schöne Porsche, der ist schon schön, aber das wäre noch schöner, wenn der auch weiß wäre. Und ich habe dieses Auto geliebt und ich hatte nichts weiter vor Augen, als zu sagen, ich möchte dieses Auto weiß haben. Und dann bin ich heimlich mit 3 Jahren in sein Auto, was nie abgeschlossen war, auf dem Hof. Und da hatte er einen Lackkorrekturstift in weiß in seinem Auto im Handschuhfach. Und dann habe ich mein Auto, meinen kleinen Porsche und den kompletten Innenraum des Autos von meinem Vater weiß angemalt. Und dann wurde ich dabei erwischt. Und dieses Auto steht jetzt noch immer in der Stammkneipe meines Vaters hinten im Regal als Mahnmal dafür, dass man auch zu Hause sein Auto abschließen soll. Und ich glaube, da hat das angefangen. Also ich kann es mir nicht erklären, warum ist das so, warum ist man Fan von irgendeinem Fußballverein, warum mag man irgendwas, warum ist man Fan von irgendeiner Band, warum fasziniert einen irgendwas? Ich kann das nicht sagen, ich weiß nicht, es hat bei mir früh angefangen. Ich kann nichts dagegen tun. Ich liebe dieses Auto. Gibt es da nichts Billigeres? Also man kann ja auch Fan sein von, keine Ahnung, von was. Naja, man ist ja erstmal Fan von der Ästhetik. Ich habe ja auch nie gesagt, ich kaufe mir das jetzt sofort. Hier bei Porsche Drive Rental hat man ja auch die Gelegenheit, sowas mal zu mieten. Wenn man da Lust zu hat, dann muss man halt der Typ für sein. Oder man kennt jemanden, der da Lust zu hat. Ich sag's nochmal, es ist halt so ein Erlebnis. Der eine klettert gerne auf den Berg, der nächste springt gerne aus einem Flugzeug mit einem Fallschirm auf dem Rücken. Noch einer fährt gerne Bananaboot den halben Urlaub lang oder mit einem Jetski und da weiß man auch nicht wieso. Noch einer geht gerne tauchen, das kostet vielleicht auch ein bisschen Geld und ist verbunden mit einem gewissen Aufwand. Und jemand, der da kein Interesse dran hat, kann es nicht verstehen. So ist es hier auch. Da könnt ihr also praktisch einmal zugreifen und ich kann diese Leidenschaft kann ich jetzt nicht erklären. Ich weiß ja auch, dass man für sowas also alle möglichen Leidenschaften, die andere Leute nicht teilen, finden, können auch dann mal lächerlich gemacht werden. So ist es eben. Es ist Summer Breeze zum Fahren. So ist es, genau. Und alle Informationen, wo das alles funktioniert, das gibt es in den Shownotes natürlich nochmal. Ansonsten ein Roadtrip to go. Viel Spaß damit. Porsche Drive Rental und das Ganze auf www.porsche.de/drive. Werbung Ende. Ein Thema, da hat man immer so das Gefühl, das ist eigentlich jetzt schon total ausgelutscht und man kann irgendwie gar nicht mehr so drüber reden, aber ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe mich neu in das Thema verliebt. Ja. Donald Trump. Okay.
Ja, man ist schon so in Erwartung von, ja, was jetzt wieder passiert, aber es war so witzig. Habt ihr dieses Interview von Donald Trump mit dem Typen bei Fox News gesehen? Nee, noch nicht. Nee, habe ich auch noch nicht. Es ist richtig super. Es ist richtig super. Da gibt es also tatsächlich einen letzten Journalisten, der da irgendwie noch den Eid des Journalismus hochhält bei Fox und auch dafür bekannt ist, jetzt nicht Trump treu ergeben zu sein, wie diese ganzen anderen Spinner da, sondern das ist so einer, der sowohl Demokraten als auch Republikaner mit derselben journalistischen Vehemenz angeht und investigativ nachfragt und auch mal ein paar Fakten zur Hand hat und so. Und der hat jetzt also Donald Trump interviewt und das war wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig gut. Ich kann es euch nur empfehlen, euch das anzugucken. Donald Trump, und das ist mir das erste Mal so richtig nochmal aufgefallen, der, ihr kennt doch so Leute, wo man das Gefühl hat, die reden gerade was, das kennt man meistens aus der Schule, und man merkt, die denken das erste Mal darüber nach, über das, was sie gerade sprechen. Die haben noch nie vorher auch nur eine Minute darüber nachgedacht und man kann denen so richtig dabei zuschauen, wie sie so den Satz und die Argumente zusammenbauen und man kann denen so richtig beim Denken zugucken und oftmals ist ja so spontan erdachtes nicht gar nicht so gut wie etwas, was man sich vorher 2 Stunden lang in Ruhe überlegt hat mit Experten. Und das heißt, also er behauptet einfach irgendwas, sagt dann zu seinen Leuten, ja, gib mir nochmal da die Statistik, die schon gefälscht ist von denen so, dass das irgendwie besser aussieht. Und das, was er aber gerade behauptet hat, steht nicht mal da drin. Das heißt also, er verstrickt sich in so Peinlichkeiten und ganz am Ende... Sag mal ein Beispiel, weil das hört sich jetzt... Er sagt zum Beispiel, wo ist die Besonderheit von dem Interview? Naja, er hat zum Beispiel gesagt, dass Biden jetzt das Geld für die Polizei kürzen möchte. Und hat der Moderator gesagt, nee, will der ja gar nicht. Hat er gesagt, doch, will der doch. Nein, nein, hin und her, doch, doch, doch. Und dann wollte er nochmal so einen Beweis haben von seinem Team, wo das drinsteht, was Biden gesagt hat. Und dann haben die so gemeinsam dann so sich das angeguckt und haben festgestellt, das steht da ja gar nicht. So, das war die eine Sache. Aber ganz am Ende, das war toll. Es geht ja um diesen berühmten Intelligenztest, von dem Donald Trump schon ganz lange erzählt, den er gemacht hat, wo er so wahnsinnig gut abgeschnitten haben soll. Wo er ja unglaublich gut ist, sodass dass der Arzt sogar stolz auf ihn war. Und dieser Journalist, der hat gesagt, okay, bevor ich ihn jetzt interviewe, mache ich diesen Test einfach auch mal. Und hat festgestellt, das ist jetzt kein besonders ausgefuchster Intelligenztest, sondern das ist einfach so ein Test, den man Leuten gibt, um festzustellen, ob die schon dement sind. Was? Das sind keine schweren Fragen. Und dann sagte der Journalist, naja, also ich fand den jetzt nicht so schwer, ich habe den auch gemacht, den Test. Und dann hat er noch dazwischen geredet gesagt, ja, aber Sie haben es bestimmt nicht gut gemacht. Doch, weil zum Beispiel die erste Frage, da musste man ein Bild sich angucken, musste sagen, was das ist. Und es war ein Elefant. Ja, 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 sagte Donald Trump. Das war der Anfang. Aber ganz am Ende, die letzten 5 Fragen, die haben Sie bestimmt nicht geschafft. Und dann sagt er, naja, da musste man sagen, was 100 minus 7 ist. 93. Ja, aber Biden würde den nicht schaffen und so. Das heißt, die haben Donald Trump, und anders kann ich es mir nicht erklären, in seiner, das ist ja wirklich so, also es wird einmal wieder klar, das ist, als wenn du wirklich einfach mit verbundenen Augen in so eine Menschenmenge zeigst und sagst, der da ist jetzt US-Präsident. Ja. Da kannst du Glück oder Pech haben, in dem Fall hatten sie Pech. Dem haben die wahrscheinlich vor Ort erzählt, damit er gut drauf ist, dass das ein irres Ergebnis ist, was er da eingefahren hat bei seinem Demenztest. Wenn die gesagt hätten, das ist jetzt ein Test, um zu checken, ob du dement bist. Ja, man dann gibt ja auch nicht mit der MPU an. Dann eben, dann hätte der den wahrscheinlich gar nicht gemacht. Ja. Das heißt, die haben dem erzählt, so wie Mr. Burns, so ein verrückter Chef, vor dem er Angst hat, haben dem erzählt, also wenn sie das schaffen, das hat noch keiner geschafft vor ihm. Kein noch lebender und auch schon gestorbener US-Präsident hat diesen Test hier geschafft. Keiner wusste, dass das hier ein Elefant ist. Und so werden die ihm das verkauft haben und der hat es geglaubt. Genau so simpel wird es gewesen sein. Ja. Ja, erschreckend. Aber das sind ja klardenkende, also die intelligentesten Leute, die USA wahrscheinlich so zu bieten hat. Also zumindest auf dem Politparkett sind da Berater des Präsidenten. Nee, ja. Oft auch schon langjährig. Aktuell nicht mehr. Ja, die sind alle weg. Die sind alle weg. Dieser ist ja eine höhere Fluktuation als bei McDonald's. Mhm. Und also was sind da jetzt für Typen? Ja, halt irgendwie, ja, solche halt. So. Medienpeople. Ja. Naja, das war natürlich, selbst die sind ja The Mooch und so, selbst die sind ja alle schon rausgeflogen. Also jeder, der da auch nur ein bisschen was auf sich hält, jeder Sternegeneral hat da sein Zeug gepackt und gesagt, mach alleine, aber ohne mich, ne? Wenn der da irgendwann versehentlich im Schlaf sich mal auf den roten Knopf dreht, da will ich nicht verantwortlich sein. Und deswegen sind ja eigentlich alle weg. Also alle, die da irgendwie, der Bolton, der jetzt nochmal so ein, der nun auch jetzt, sagen wir mal, kein besonders sympathischer Mensch ist und auch eine überhaupt nicht tolle Einstellung hat. Und selbst die anderen Idioten gehen ja schon auf Distanz. Wenn wir jetzt schon im Presseclub sind, was machen wir als Welt jetzt mit Kanye West? Kanye West hat heute Nacht, wir nehmen gerade auf, es ist Dienstag,
14 Uhr, mhm. hat in der Nacht zum Dienstag so eine Art erste Wahlkampfveranstaltung hinter sich gebracht. Und im Grunde war es ein gigantischer Nervenzusammenbruch. Und dann hat er noch in der Nacht weiter völlig entrückt getwittert und hat so sinngemäß gesagt, dass seine Frau Kim Kardashian auf dem Weg ist mit einem Arzt, um ihn in ein, um ihm praktisch die Vormundschaft zu entziehen. Also das ist also noch eine ganz grauenhafte Familientragödie, weil die Frau sagt, um Jottes Willen, nu, halt doch mal die Schnüss und jetzt komm mal nach Hause, Vati. Und der faselt da, ich bin Präsident. Ne? Das ist irgendwie Attila Hildmann mal 1000. Ne? Ja, und der hat auch gesagt, dass er keine Medikamente haben will. Er hat offenbar gerade eine schwierige Phase und er will aber keine Medikamente nehmen, weil ihm das kreativ im Wege steht. Und deswegen lehnt er das ab. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was man da macht. Das ist doch wirklich, den Gedanken hatte schon jeder mal, aber das ist wie so eine ganz bizarre Dystopie, wo man sagt, das ist so ein Quatschfilm irgendwie, ne? Den muss man da komplett rausnehmen. Man muss ja wirklich einen Sack über den Kopf, ab ins Flugzeug und dann irgendwo an die Ostsee in so einen Wald. In so eine Kuranstalt oder sowas. Ja. Nach Bad Zwischenahn, irgendwo ins Reha-Zentrum. Bogenschießen, Piemont. Ja, irgendwie sowas. So, irgendwas, was so komplett auch so ihn aus seiner aktuellen Kultur mal rausholen. Weil normalerweise sagt man, er ist jetzt im Kreise der Familie, alles in Ordnung. Das ist ja jetzt auch nicht der beste Platz für so jemanden, im Kreise seiner Familie zu sein. Das stimmt wohl. Zu sagen, die Familie kümmert sich schon. Es ist aber, wenn du irgendwie jemanden irgendwie am Kotti rauslässt und sagst, das wird sich schon regeln. Ja, ich bin mir unsicher, was da jetzt genau bei rauskommt. Aber ich denke mal, also wie gesagt, trauen dem amerikanischen Wahlvolk einiges zu, aber ich glaube, von der Präsidentschaft werden wir verschont. Leute, ich habe mal eine Gewissensfrage an euch, beziehungsweise ihr müsst mir mal helfen im Alltag. Ichmachdichbesser.com. Also, ich hab so eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Nachbarn. Ich bin ja gerade umgezogen und so dieser ganze Wohnblock, der hat sich so ein bisschen... Es ist schon, also es fängt schon so an, dass man denkt, oh. Das sind ganz liebevolle Nachbarn. Ist wirklich schön. Und eins der besten Sachen ist, jeder nimmt die Pakete vom anderen auf, ne? Also wenn ich nicht zu Hause, super süß von allen. Ja, wenn ich nicht zu Hause bin, weiß ich immer, ich muss das nicht an irgendeiner Postfiliale abholen, sondern ein Nachbar hat das Paket. Wie im Osten, jeder hilft jedem. Darf ich jetzt mal meine Story erzählen? Also, ich habe Pakete angenommen von einem Nachbarn und 2-3 Wochen nichts mehr von ihm gehört. Normalerweise schreibt man in die Gruppe, hier, hab dein Paket, hol's ab. Kam einfach nichts mehr. Da habe ich nach 2-3 Wochen einfach nochmal geschrieben, hey, hallo, nur zur Erinnerung, dein Paket ist da, hast du Bock? Also kein Problem, kein Stress. Ich bin ja neu in der Gruppe, so kein Stress, stört überhaupt nicht. Aber wenn du Bock hast, komm doch nochmal vorbei und hol's dir ab. Und dann haben wir so ein bisschen hinher geschrieben, hat er geschrieben, ach, du war im Urlaub, danke für die Erinnerung, alles gut. Habe ich geschrieben, wunderbar, ist das ja geklärt, ich wünsche dir einen schönen Abend. Und ich weiß, das ist jemand, also das ist, wenn man den so sieht, ist das, mein Vater würde sagen, ein Rocker. eigentlich ein cooler Dude. Aber so mit Ledersachen. Ja, auch schon so, ja. Ist eher so ein härterer Typ. Okay. Tätowiert auch? Ja, auch tätowiert. Also eine Erscheinung. Auch eine Erscheinung. Mhm. Und wie gesagt, wir haben uns da hin und her geschrieben. Ich habe das Ganze beendet mit, na dann schönen Abend. Und er hat mir zurückgeschickt ein Video von 2:10 Länge, wozu so eine Einschlafmusik basierend auf dem Satz schönen Abend oder ich wünsche dir einen guten Abend, so Kalendersprüche zu so einem Airbrush-Bildern abgelaufen sind. Das ging 2:10. Und wir können das auch mal einspielen. Ich glaube, anhand der Musik, die da lief... Und liest du ein paar Sprüche vor? Ja. Auf die Musik? Also ich spiele euch das jetzt mal ab. Ihr hört die Musik und ich kann euch dazu immer sagen, was da steht. Damit kannst du das einfach vorlesen, ne? Ja, damit ihr so ein Gefühl habt. Ne? Guten Abend. Beende den Tag immer mit positiven Gedanken. Stimmt ja. Ja. Hilft doch. Ich mach mal die Kopfhörer lauter. Ist so schön. Egal, wie schwer die Dinge auch waren. Ja, es dauert so lange. Die Schrift baut sich auf und wieder ab. Denn morgen warten viele andere Gelegenheiten. Ich möchte, dass das auf meiner Beerdigung läuft. Hm.
die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Es tut mir leid, ich bin nicht, also es ist jetzt nicht die Hitze von meinem Hirn. Das dauert so lange, bis sich die Halbsätze aufbauen. Es geht noch weiter. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Egal. Also, und so geht das nochmal eine Minute. Naja, der wünscht dir halt einen richtig, richtig, richtig schönen Abend. Ja, aber was ist die Intention von so jemandem? Weshalb ich das in die Rubrik ichmachdichbesser.com. Ja. So. Mein erster Gedanke in unserer zynischen Medienwelt war, ich nehme das Handy und schreibe, haha, inspiring, ne? Du Idiot. Du Idiot. Und ich hatte das Original, ich hatte... Inspiring, du Idiot. Das müsste man mal dem Onkel in der WhatsApp-Gruppe schenken, der so einen Hasen schickt. Inspiring, du Idiot. Ja, also, aber hast du nicht, ne? Ich hatte das schon getippt und auf einmal, weil ich kann mir keine Welt ausmalen, in dem das jemand ernsthaft verschickt, der nicht über 60 ist. So. Und dann wusste ich jetzt bin ich so in der Zwickmühle. Ich weiß nicht, vom Typ her würde ich jetzt sagen, dass der hat den Spaß verstanden, der findet das einfach sauwitzig. Hast du geantwortet? Nein, ich habe bis heute nicht geantwortet. Ich habe es einfach im Sande verlaufen lassen. Aber ich wusste nicht, wenn ich da jetzt so ironisch dazu schreibe, dann fühlt er sich vielleicht verarscht, weil das Video sein einen alles ist. Aber wenn du das jetzt nicht stoppst, das Problem ist, du musst jetzt, weißt du, wenn man sich am Anfang nicht traut, was zu sagen, dann gehört das halt nicht mehr auf. Und irgendwann, weißt du, der ist ja auch dein Nachbar. Ja. Stell dir vor, der steht irgendwann in so einem Meer aus Teelichtern in deinem Garten und singt irgendwie so My Heart Will Go On, umgetextet auf Deutsch, irgendwie, weil du ihm ein Paket gegeben hast oder sowas. Ja, also vielleicht, das ist jetzt ja vielleicht nur der Anfang, vielleicht nur die Spitze des Eisbergs, wer weiß, was da noch kommt. Ja, aber was wäre die perfekte Antwort, wenn man nicht genau weiß, meint er es ironisch, was ich ihm durchaus zutrauen würde, aber es eben nicht direkt weiß. Die Frage, war das für mich? Ja, soll ich das sagen? Ja, aber was ist, wenn es wirklich das Video sein Ein und Alles war, ja, und er dann total verletzt, ist ja na logisch. Hast du denn das Video nicht gesehen, na logisch war es für dich. Oder ist so ein Daumen hoch Emoticon? Wie, ja, wie kommt, deine Mutter bei Steinmeier? Nee, das ist zu wenig. Denn das wirkt einfach dann nicht. Der hat sich ja wirklich was dabei gedacht. Nee, der hat das weitergeleitet. Glaube, da steht oben drüber warst du mal in seiner, warst du mal, ich glaube, weißt du, wie man das rausfinden könnte, wie man drauf redet? Es hängt ja damit zusammen, wie meint er es denn? Wenn man wüsste, er meint es ernst, ist ja super logisch. Dann suchst du dir auch so ein, hier irgendwie zwei singende Cappuccino-Tassen und steckst die halt zurück. Ja? Also ist ja in Ordnung. So. Meine Mutter hat da was, ja, würde ich fast tippen. Ich denke auch. Aber du musst eigentlich mal, kannst du nicht mal irgendwie so unter Vorwänden oder wenn du da auch mal ein Paket abholst, mal so in seine Wohnung reingucken? Weil was ich glaube, das für ein Typ ist. Ja, du musst rausfinden, was das für ein Typ ist. Was macht der beruflich? Leute, was macht der? Wie sieht das da aus bei dem Zuhause? Du parkst doch auch da unten bei dir. Da sind da nicht irgendwie, sieht man was an den Autos oder so? Ist, irgendwas, ist es geschmackvoll, was der sonst so macht? Dann könnte man vielleicht herausfinden, wie er das gemeint hat. Guten Tipp, Klaas. Ja. Finde ich einen sehr guten Tipp. Ja. Da, aber ich habe eine Lösung für dich. Über eure Stöckchen, da die ihr mir hier aufspannt, werde ich nicht springen. Ich kann nur sagen, dass man das dem Typ nicht zutraut. Er ein wunderbarer, sehr, wirklich einer der nettesten Nachbarn ist, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Wer netter als Klaas und ich, wenn wir da ja, Nachbarn absolut. Wohnst absolut. Wohnst du neben Frank Hanebut? Aber ich glaube, du musst das, was Klaas eigentlich geraten hat, ohne zu wissen, dass es der richtige Rat ist, du postest unkommentiert das Video von den Cappuccino-Tassen. Jetzt pass auf, es passiert Folgendes. An den Anzug. Wenn er das witzig fand, dir das zu schicken, dann antwortest du im Verständnis des gleichen Witzes. Wenn er das ernst gemeint hat, dir das zu schicken, antwortest du im Verständnis der gleichen alles Ernsthaftigkeit. Alles scheiße, weil diese ganze Freundschaft oder Nachbarschaft oder dann grillt ihr da zusammen und so, das ist ja alles furchtbar. Vielleicht wenn man willst du mit ihm mit dem grillen. Ja, er will, dass das alles gut läuft, aber er hat natürlich keinen Bock auf soziale Annäherung. Er will, dass man sich schon kennt 5 Jahre. Das stimmt nicht. Dann macht ihm dir macht doch das Kennenlernen keinen Spaß. Doch. Du willst jemanden schon bereits kennen. Dann macht dir Grillen ja, das Spaß. Stimmt. Ja. Du hast doch keine Lust, jemanden dann zu fragen, wo der herkommt und so. Das ist dir doch alles zuwider. Nein, das sei stimmt doch ehrlich. Jetzt hör mal auf. Die hören das vielleicht auch irgendwie. Nee, ja. Das ist aber, finde ich, ein ganz du nachvollziehbar... Du hast mir immer gesagt, so, man muss da sehr aufpassen, was man in der Öffentlichkeit sagt. Ach so, das ist hier so ein Medienpodcast. Das nee, hören so Leute nee, aus den nee, Medien. Nee, nee, nee. Warum soll der das denn nur hören hier sowas? Ja, und dann ist praktisch eure ganze Nachbarschaft, eure Freundschaft ist auf einer Metaebene gebaut. Das ist nicht gut, das ist Treibsand. Aber was soll der Mann jetzt machen, Klaas? Du schwabelst hier wie Ingo Lenzen bei der Urteilsverkündung. Was soll der Mann machen? Ja. Na, ja. Nur jetzt mal ein Tipp. Ja, du willst ja wieder so eine Meme-Falle aufstellen und gucken, ob er reintappt. Ja. Ne?
so ein Stückchen Meme. Aber auf was sagt mir das, wenn er jetzt die Cappuccino-Tassen scheiße findet? Dann heißt das auch noch nichts. Also, vielleicht ist in seiner Welt Cappuccino-Tasse super uncool. Ja, ja. Aber guten Abend-Videos mit einem Delfin von einem glitzernden Mond, super geil. Keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel bei mir in der Straße, da wohnen welche, die haben einen Jeep, so einen kleinen Suzuki-Jeep haben die. Und auf diesem Auto sind hinten auf dem Ersatzreifen Bilder drauf geairbrushed von den Enkeln. Auch in diesem Style, wie man sich's vorstellt, mit so einem Nachthimmel hinterlegt. Mhm. Und so. Genau, normalerweise ist da irgendwie ein Husky drauf. Ja. Ja, aber jetzt sind es halt irgendwie die zwei Enkel. Und die sehen also, ich kenne die Enkel nicht, ne? Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so aussehen wie auf diesem Ersatzrad. Die sind immer ein bisschen gruselig bei solchen Bildern. Ja, das ne? sieht eigentlich so aus, als wäre denen mal hinten einer reingefahren. Ja. So ein Fleischhaufen einfach oder wie? Ja, die sehen also auf so einem wahrscheinlich etwas gebogenen Ersatzreifen-Oberteil kann man wahrscheinlich einfach schwer Gesichter in einem richtigen Verhältnis. Das ist genau wie so Bad Tattoos. Ne? Und die fahren da halt mit rum und man denkt, die Liebe muss wirklich groß sein. Die Liebe muss sehr groß sein, das hier auf dem Auto durch die Gegend zu fahren. Insofern, also es gibt die verschiedensten Leute, möchte ich damit sagen, die halt bestimmte Sachen schön finden und daran muss man sich wohl gewöhnen. Ja, das weiß ich. Ja. Aber wo ist jetzt der Tipp? Wie gehe ich jetzt mit dem Nachbarn um? Was schreibe ich ihm zurück? Die Antwort ist pending. Also mach das, was du immer machst in solchen Situationen, Kontaktabbruch ignorieren. Vielleicht haben ja die HörerInnen da Vorschläge. Also ich glaube, dass wir da so ein bisschen die Weisheit der vielen bemühen müssen. Also ich würde sagen, du postest dieses Video und die Leute können dann kommentieren, wie du da aus der Nummer rauskommst. Nee, vielleicht müssen wir die ganze Story da auch einfach rausschneiden. Von meinen kalten, toten Händen, die bleibt drin hier. Nee. Die bleibt drin, Schmidt. Hast du denn Verhältnisse zu deinen Nachbarn? Ja, aber so, ich habe es irgendwie super hingekriegt, dass so einfach ein Du grüßt dir an den Mülltonnen und das war's? Genau, komplett. Echt? Ja, ganz nett. Und findest du das gut? Finde ich super. Find das könnte noch weniger Kontakt sein sogar. Bei mir hat mal ein Nachbar, der auch gerne mal ein Bier trinkt. der ist eigentlich ganz nett. So, ne? Aber wenn trink er auch mal, gern mal ein Bier. Wenn er ein Bier zu viel hat, dann ist es manchmal, ich habe mal meinen Trockner und meine Waschmaschine mal umgestellt in ein anderes Zimmer. Weil ich so dachte, mache ich jetzt mal und so. Und offenbar habe ich das direkt über sein Schlafzimmer gestellt und dann habe ich, und das ist natürlich auch nicht nachbarschaftlich, sowas macht man auch nicht, relativ spät noch die Waschmaschine angemacht. Und das ist über seinem Schlafzimmer und er war gerade, war wahrscheinlich fertig mit Trinken für den Abend und wollte dann ins Bett. Und direkt unter meiner Waschmaschine, die da rumgewandert ist da oben. Und ich sitze auf dem Balkon und dann höre ich durch den ganzen Innenhof, da schallt das dann immer noch so raus. Häufer Umlauf, du Arschloch! Was sind das für Höllenmaschinen über mir? Ich denke, das ist Independence Day. Dann habe ich das gemacht, was ich auch mache, wenn ich von Fahrradfahrern im Auto angeschrien werde. Ich habe mich so über die Brüstung gelehnt und habe gesagt, Lutz, alles okay? Und dann hat er gesagt, ja, das ist so laut. Ja, das ist meine Waschmaschine, die ist gleich fertig. Ich mach die nicht mehr so spät an. Ja, ist okay. Gute Nacht. Und dann hatte sich das erledigt. So. Aber so der Gesprächsanfang, also das war wirklich gestartet wie ein Tiger, gelandet im Bett von im zweiten Satz war er wieder der nette Kerl, den man so kennt. Aber vorher war ich häufig Umlauf das Arschloch mit seinen Höllenmaschinen. Gut deeskaliert. Ja. Ich habe jetzt im Sommer, ist immer Lesezeit und ich lese gerade Serotonin von Michel Houellebecq. Und da gibt es eine Stelle, da wirft er eine interessante These auf, die ich euch mal zum Fraß vorwerfen wollte. Da geht es um Blaise Pascal und er behauptet, dass er nie irgendwas hingekriegt hätte, wenn der zu seiner Zeit schon, also in Deutschland würde man sagen Sky-Abo oder Netflix gehabt hätte. Mhm. Weil halt sowas einfach viel geiler ist als Sachen erfinden oder philosophieren. Es macht einem mehr Bock halt, alle Ligen in der Europa zu gucken, als halt geil abzuliefern. Und ich frage mich, ob, also glaubt ihr, dass da ein wahrer Kern dran ist? Also, dass wir vielleicht heute noch keine Elektrizität hätten oder das Rad nicht erfunden wäre, wenn einfach die erste Erfindung der Menschheit
beispielsweise Netflix gewesen wäre. Ja. Ohne Strom. Na, man hätte halt nicht so viel da zum Senden das, gehabt. Ne? Wir stellen uns vor, in meiner Gedanke, es gäbe Netflix mit dem Katalog von heute. Und, genau, und da muss nebenan mit einer Kurbel. Ja. Mit einer Kurbel. Einer Kurbel, einer Glotze. Ja, genau. Und da ist dann schon die Gesellschaft in zwei Kategorien eingeteilt. Ja, okay. Das war dann so die Ständepyramide. Der warst Kurbler du, warst und der du Glotzer oder Kurbler-Opa? Und das ist wie mein Vater, der den kuriosesten Kinderjob hatte. Der hat hinten in der Kegelbahn gesessen und die Dinger wieder hingestellt. Und da konnte er sich nie vorstellen, dass der Job mal wegindustrialisiert wie würde. Wie heißt denn der Job? Ja, Kegeljunge. Ich glaube, die heißen Kegeljungen, ne? Okay. Muss man mal gucken, weiß ich nicht. Ich habe überlegt, ob so ein Fernsehsessel wie so ein Liegefahrrad, wo man dann gleichzeitig die Pedale tritt und dann geht Netflix an. Aber würde das erfunden werden, wenn es Netflix gäbe? Wären wir zivilisatorisch an dem Punkt? Das ist halt das Ding. Also ich weiß doch nicht, ob Humboldt losmarschiert wäre, wenn es schon National Geographic gegeben Zum hätte. Zum Beispiel. Ja, also warum? Ne? Ich meine, da kann man sich dann ja viel entspannter von zu Hause angucken, da wo da irgendwelche Vögel wohnen. Ne? Ja. So muss man ja nicht wahnsinnig lange suchen und sagen, ah, das scheint wohl dieser sogenannte Kiwi zu sein. Sondern... Ja, bleibt man halt zu Hause. Ja, aber meint ihr zum Beispiel, es gibt heute weniger geile Erfindungen, weil halt man mehr halt lieber Netflix guckt? Also ich glaube, dass... Oder Join natürlich, liebe Grüße. Ja, ich glaube, dass bestimmte, sagen wir mal, Langeweile-Löcher vielleicht sinnvoller gefüllt wurden früher, als es heutzutage der Fall ist. Das gilt wahrscheinlich für Erwachsene, aber auch für Kinder. Wenn jetzt die Generation meiner Eltern und meiner Mutter sich dann damit rühmen, dass wir ja nie Fernsehen geguckt haben oder wir ja nie im Internet darum gemacht hätten oder mit dem Handy oder so, dann sage ich ja, das ist ja eine tolle Leistung. Es gab das ja auch alles noch gar nicht. Also das, was ist denn das für eine Leistung, die Kinder vom Internet wegzuhalten, wenn das noch nicht mal erfunden ist? Also, wie hat man denn früher Zeit vertrödelt? Nichts, da hatte man Langeweile, das ist das Ding. Ich habe wirklich, und da fühle ich mich an meine Kindheit erinnert, es gibt so eine sehr witzige Biografie von Helge Schneider, ich glaube Biografie erstes Drittel oder so heißt das. Mhm. Das ist ein sehr witziges Buch, wo er über seine eigene Kindheit spricht und da sagt er, er hat mit seiner Schwester oft, und da habe ich mich drin wiedergefunden, das tolle Spiel gespielt, Rumsitzen. Und da haben sie also im Flur auf dem Teppich gesessen, bis sie ein Muster im Popo hatten. Das war das Spiel. Ja, das stimmt. Und ich kann mich auch erinnern. Wir haben halt echt einfach rumgelegen, ne? Ja, aber darauf will ich vielleicht auch ein bisschen hinaus. Ist nicht gerade so dieses Nichts und die Langeweile ist doch auch der Motor von Erfindung, von Kreativität. Und wir leben ja eigentlich in einer Zeit, wo man ja jedes Nichts ausfüllt mit einer Instagram-Story oder auch ein Podcast ist ja letztendlich auch eine Erfindung, weil man dann sagt, ja, da kann ich ja bei der Fahrt noch was hören oder beim Einkaufen oder beim Joggen. Ja. Also es gibt gar nicht mehr, wir leben schon in einer Zeit, wir jetzt nicht so rumphilosophieren, aber es gibt gar nicht mehr dieses Nichts und diese Leere und diese Langeweile. Das stimmt. Willst du sagen, unser Podcast verhindert große Erfindungen? Das kann ich mir sogar vorstellen, weil die Leute nicht dem Nichts sich mal so hingeben und warten, dass eine Inspiration kommt, sondern sie füllen es mit unserem Gequatsche aus. Germany, Land of Ideas, das war einmal. Das ist meine Befürchtung. Germany, Land of Scheiße reden. Ja. Ja. Ja, das war ein schöner Trailer, oder? Ach du Scheiße. Ja. Ja, also es kann schon sein, dass man da so ein bisschen Potenzial erstickt. Glaube ich schon, dass das stattfinden kann. Und wenn dann mal einer was erfindet, irgendwas, was die Menschheit lange gebraucht hat, weiß ich auch nicht jetzt, sag mal, in einer Reihe mit Penicillin und dem Reißverschluss, kommt jetzt einer und sagt, wir haben jetzt zum Beispiel eine Decke, wo man die Arme durchmachen kann. Ne, die man so anziehen kann, ne? So ein Huggy oder so, ne, heißt das. Wenn dann irgendwie so ein geiles Startup auf fünf so Typen, die da noch mit Geld von Carsten Maschmeyer in so einem Konferenzraum sitzen, keine Socken und Gucci-Schlappen und erfinden sowas wie den Huggy, dann machen wir uns wieder darüber lustig. Ne? Wie soll denn auch das Land und Europa und die Welt mal vorwärts kommen, wenn wir das dem Erfinder der Dampfmaschine auch so schwer gemacht hätten, zu sagen, ja, du Wichser, ey, mit deinem Startup, halt mal deine Fresse, geh mal arbeiten oder mach mal Slackline. Wenn es die Corona-Impfung deswegen nicht gibt? Die trödeln deswegen so rum, weil die Netflix gucken den ganzen Tag hier. Trosten, Sommerurlaub. Ja. Meinst du, der binscht? Der binscht heimlich, da durch Narcos durch. Ich habe gestern gehört, es gibt einen Song über Christian Drosten von der Band ZSK. Ja. Und den findet Christian Drosten auch richtig gut und hat er das erste Mal so richtig herzhaft gelacht auf einem Foto. Das ist ein ganz tolles Bild. Das macht einen so fröhlich. Also, das kann man sich gerne angucken. Ja, und er will jetzt irgendwie den Hit nochmal einspielen mit ihm an der Gitarre. Also Christian Drosten an der Gitarre. Und es ist wirklich, das ist ein Musterbeispiel von so einem Mucker.
So einer. Der muss eigentlich Bass spielen, so ein Typ. Aber der war früher mal ganz wild und dann wurde er Professor. So, und hat jetzt nur noch mit Viren zu tun. So, und kam plötzlich nochmal ins Rahmen. Aber das ist halt herrlich, finde ich. Dass meinst du, dass das, das wäre eigentlich so ein schöner, weißt du, so ein Überraschungskinoerfolg aus Frankreich? Wie so ein Virologe nochmal irgendwie nochmal den Rock'n'Roll entdeckt. Ja. Ja, wieder so. Das wäre doch so ein, weißt du, es darf kein prolliger Film sein, sondern es muss so ein ganz herrlicher Film sein mit Daniel Othiel als Christian Drosten, der dann auch nochmal eine neue Frau kennenlernt und die Viren mal Viren sein lässt und man denkt, komm, Pandemie, weltweit. Ist eigentlich in der Provence. Weltweit bin nur noch ich mit meiner Band unterwegs. Ja. Und nicht die Pandemie. Ich bin schneller als die Pandemie. Der Pandemie hinterherreisen mit seiner eigenen Band. Liebe kennt keine Impfung. Ja. Werbung. Ja, unsere heutige Folge hat ja begonnen in Italien auf einer Piazza. Und ich weiß nicht, ich glaube nur besonders elaborierte Italienischsprecher haben gemerkt, dass uns die nötige Sprache, das Vokabular noch fehlt, um da jetzt so richtig auf Italienisch loszuplaudern. Wenn wir jetzt einen Weg suchten, wie wir besonders schnell und effektiv Italienisch lernen wollten. Oder 13 andere Sprachen. Oder 13 komplett unterschiedliche Sprachen, dann führt uns der Weg unweigerlich zu Bubble. So ist es. Das ist nämlich eine Sprachlern-App. Und 100% der Bubble-Lernenden verbesserten ihre Sprachkenntnisse in nur 3 Monaten. Das hat die Yale-Universität herausgefunden. Und man kann es also schaffen. Ne? Man kann, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt am Tag, mit dieser App total gut und auch so lebensnah sprechen lernen. Das heißt, so Dinge, die man wirklich braucht. Das ist nicht so stumpfes Vokabel runtergelerne, sondern es macht Spaß. Man kann von Anfänger bis Fortgeschrittenen sich dann da durchklicken und das machen. Und es ist auch zugeschnitten auf Deutsche, die lernen wollen. Man lernt vor allem in ganzen Sätzen. Also jetzt weniger, wie du schon sagst, das Vokabelpauken. Sondern wir hätten, wenn wir das jetzt schon angefangen hätten, Italienisch, dann hätten wir uns unterhalten können, hätten es auf Italienisch sagen können, oh, schau, Jakob, da kommt Klaas mit seinem Eiswagen. So, genau. Das hätte dann funktioniert. Stattdessen mussten wir hier Buongiorno, Pizza, Amaretto und sowas. Und die App hätte sogar noch gehört, ob diese Aussprache richtig ist. Das ist ja auch so wichtig, wenn du dein Smartphone als Sprachlehrer hast. Der hört durch modernste Technologie in der Bubble-App genau hin, ob das auch wirklich Italienisch ist. Soll ich mal was sagen, was man unbedingt braucht, was ich hier gelernt habe? Ja, sag mal. Posso avere una busta. Was heißt das? Ich hätte gerne eine Tüte. Ja, siehst du. Und man braucht immer eine Tüte beim Einkaufen. Man braucht immer eine Tüte. Und wenn man nicht weiß, was Tüte heißt, dann bist du am Arsch. Bolsa, glaube ich, auf Spanisch. Aber wenn man es genau wissen will, man kann Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch, Englisch lernen. Über an die 14 Sprachen, das ist echt eine Menge und das macht riesig Spaß. Aber für mich ist das uninteressant, wenn es da nicht 12 Monate zum halben Preis gibt. Ja, da muss ich sagen, ist es für dich doch interessant. Denn es gibt einen Code und der heißt Learn on the Beach. Learn on the Beach und da kriegt ihr praktisch die Hälfte des Jahresabos. Ja. 6 Monate kriegt ihr geschenkt, also 12 Monate zum halben Preis. Alles dazu auf bubble.com/audio. In den Shownotes gibt es das Ganze. Und der Code nochmal für alle zum Mitschreiben. Learn on the Beach. Wenn ihr das eingebt, kriegt ihr Vergünstigungen. Da fliegt einem der Hut weg. Trip ja. Werbung Ende. Aber ich habe diesen Artikel ganz anders gelesen und habe hier sowas jetzt dabei. Fragen an den Prominenten. Es ist ja so, wenn man das liest, wie kam das dazu, dass der Drosten gesagt hat, ich spiele da, ich bin auch Mucker und ich spiele euch da die Akkorde, lass das Lied nochmal aufnehmen. Ne? Das wird ja aus der Perspektive dieser Punkband geschildert. Und für mich ist das so, ich lese da die eigentliche Geschichte raus, nämlich dass wahrscheinlich eine Situation eintrat, wo die den so genötigt haben, dem mal den Song vorzustellen. Und weil das ein sehr höflicher, differenzierter Mann ist, hat der gesagt, der Song ist klasse. Was er nun gedacht hat, erstmal egal und hat dann so, um das Gespräch irgendwie weiterzutragen, gesagt, ich habe ja auch mal Gitarre gespielt. Ja. Dann haben die gesagt, nee, das gibt's ja nicht. Du könntest das doch mal einspielen. Dann hat der so gesagt, ja, im Gehen und war weg. Ne? Und daraus ist diese Meldung entstanden. Und ich weiß aus sicherer Quelle, aus sicherer erster Augenbeobachtung, Klaas, dass es passieren kann, dass wenn du als Prominenter auf einer Promi-Party bist, dass dann andere Prominenten auf dich zukommen mit Ideen. Mit Visionen und dir Sachen unterbreiten. Ich soll zum Arzt gehen. Und Vision. Und wie gehst du damit um, wenn dann jetzt irgendein Promi kommt und der hat jetzt mal eine super Idee, so nach dem Motto, da müsst ihr mal was
drüber bringen. Oder noch schlimmer, mit Drohung, da komme ich auch, da würde ich auch mal selber vorbeikommen. Und man denkt so, du kommst aus gutem Grund noch nie selber vorbei, weil wir das nicht wollen. Und dann hast du das an der Backe. Wie reagierst du da? Vielleicht können ja viele HörerInnen auch da noch was für sich selber ableiten. Wie genschert man, wie hühnert man sich aus so einem Moment raus? Gab es so einen Vorfall überhaupt schon mal, Klaas? Klaas ja. hat schon so ausgesehen, dass er das mehr als bestätigt hat. Naja, klar kommt das vor, dass man dann so... Auch am Flugplatz passiert sowas, ne? Ach, am ich habe sowas auch so. Selber schon mal gemacht, das ist aber schon ganz lange her. Ui, klingt peinlich. Ja, erzähl ich gleich auch noch. Ja. Ich habe sowas selber auch schon mal gemacht, das ist mir bis heute peinlich. Okay. Das ist eigentlich so wirklich so eine Sache, wo es ein bisschen was dazugehört, dass man das so erzählt. Okay, ja, ich merke es mir, das musst du erzählen. Ja. So, wie kommt man da raus aus deiner? Naja, du musst eigentlich, du musst ja irgendwie gucken, dass du nicht lügen musst. Also eigentlich. Warum ist das schon mal wichtig? Ja, weil ich keinen Bock habe, so rumzulügen. Okay. So, weil das immer blöd ist, wenn man sich dann hinstellt und dann irgendwem da irgendwas erzählt und so. Was ja tatsächlich ganz gut ist, bei uns, in unserem Team und in unserer Firma und so, da herrscht eine gewisse Demokratie. Das heißt, ich kann gar nicht dahin gehen und sagen, der soll zu Gast sein, der soll das machen, das funktioniert das stimmt, da. Das gibt Ärger. Naja, es reden halt alle miteinander. Es gibt zum Beispiel ein ganzes Team von Leuten, die sind dafür da, zu sagen, wer kommt in die Sendung. Und die haben natürlich auch die komplette Kompetenz, sowas zu entscheiden und dürfen das auch entscheiden. Weil ich finde nichts schlimmer als Leuten immer so, weil man irgendwie mal jemand anders ist, so die Verantwortung wegzunehmen. Weil dann macht man... dann lässt man die ja gar nicht das gut machen, was sie können und so. Und ich finde, dazu gehört dann auch, dass man dann selber auch mal sagen muss, ja, dann ist das eben so. Dann müssen die das halt entscheiden und nicht ich. Na klar, wenn mir jetzt irgendwas komplett gegen den Strich geht, kann ich auch mal eine Diskussion anfangen. Es wird über alles Mögliche diskutiert. Aber es ist nicht so, dass ich da hingehe und sage, der wird zu Gast, der singt da 7 Minuten sein Lied, der macht das, mit dem drehen wir das und hier, die Idee ist auch gut. Sondern immer nur, wer ist denn das? Den kenne ich nicht. Wer gab's denn? Was macht der? Singt der? Rappt der? So, das sind deine Fragen. Aber wenn jetzt irgendwie, dann käme jetzt jemand so, der, keine Ahnung, hat irgendwie einen riesig erfolgreichen Film, irgendwie ARD, ZDF, wurscht, ja, und der will dann mit seiner Mittelalterband mal bei dir singen, weil es ist witzig, da geht es um Honigwein. Dann schiebe ich es auf ProSieben. Was sagst du dann? Ja, dann sage ich, das ist ProSieben. Also ich sage, Klaas, da komme ich, da bringe ich die ganzen Männer mit und wir haben alle so Felle an, weißt du? Wir singen auch so ganz tief. Das ist eine witzige Nummer. Also man muss sich ja, sage ich dann, also Musik ist ja toll, gerade wenn man es live spielen kann und so. Und, ja, wir haben das handgemacht, richtig. Ja. 10 Minuten machen wir da voll. Ich bin auch großer In Extremo-Fan, aber wichtig ist ja, Musik muss man sich sowieso leisten. Das kannst können. Du direkt nach der Werbung machen, weißt du, weil die Leute wollen das dann sehen. Ja, also man muss sich ja Musik sowieso leisten können. Ja. Und ja, also wir sind da ganz dran, dass wir also immer noch Live-Musik auch spielen, auch die ja. Möglichkeiten bieten, obwohl man, muss man ja sagen, also von der Ausstrahlung her hat man da jetzt, gewinnt man da jetzt keinen Blumentopf mit. Nee, aber so eine Musik ist das nicht. Naja, das ist die Musik, die Leute lieben das. Also schick mal wenn rüber. Die auf unseren Konzern sind, die Leute feiern also, richtig Ich schreib dir hier mal eine E-Mail auf zu meinem, das ist praktisch so, ich bin ja da tatsächlich nur der Moderator, aber es gibt ja jemanden, der dann der Producer ist dieser Show. Ja, der heißt Jakob. Oh, und ich schreibe dir hier mal so eine E-Mail auf und dann sagst du einfach einen schönen Gruß von mir. Ich finde es schon mal gut, aber letztendlich muss er das entscheiden, weil ich kann da jetzt nicht da rumgehen und allen Leuten sagen, was sie zu tun haben. Ich meine, jeder arbeitet da und da muss ich mich auch ein bisschen so in meinem Bereich, verstehst du sicherlich. Schreib einen schönen Gruß, wir hätten drüber geredet. Ja. Ich finde es schon mal super, aber entscheiden muss es natürlich Jakob. Und dann schreibst du ihm einfach eine E-Mail, der ist Montag bis Freitag, der freut sich. Ich brief den schon mal vor, dann kannst du direkt einsteigen mit und schick auch mal ruhig ein paar Videos und ein paar Links noch mit dazu. Kann ich mir einige E-Mails jetzt auch erklären. So, und ab und zu kommt Dankeschön. Da mal was bei dir an mit einem schönen Gruß von mir, oder? Ja. Ja, so ist das dann. Und dann ist es so windest du dich da immer raus. Du, ich kann dir auch gerne mal ein paar, wenn du mich jetzt hier grillst. Ne? Nee, gar nicht. Ich kann dich auch mal gerne mit CC setzen. Was, ne? Ja. Nee, also willst du auch CC gesetzt werden? Nein, keine Ahnung. Ja, weil was ich gerne mache, ist, dass ich sage, das ist so ein bisschen über meiner Kragenweite, klingt mega die Nummer. Ich sehe es schon. Mhm. Das muss der Thomas Schmidt entscheiden. Ja. Ich glaube, wir schieben das alle hin und her. Ne? Ja, irgendwann ich sage auch immer, der Klaas ist jetzt nicht der Einfachste. Der will da, der macht da schon. Der hat, hatte ich ja selbst eine Band und so. Ne? Also manchmal so. Irgendwie rede ich mich raus. Ja. Nee, also aber ich glaube, Kader Kark, unsere geliebte Kader, schöne Grüße, die ist die Hauptleidtragende. Weil
Na, aber die hat sich das auch ausgesucht. Das ist halt auch ein Beruf, da hast du halt dieses Problem. Ja. So. Schicken wir sie alle dahin. Und sie kommt fast jeden Tag mit, sag mal, da hat sich jemand gemeldet, die sagt, kennt Thomas Schmidt, kennt Glashäufer Umlauf, kennt Joko, etc. Ja, so, und jetzt reden wir immer nur so, als müssten wir praktisch die Leute immer nur ablocken. Ja, das also, ist ja gar nicht die, der Fall. Nee, die größten Probleme haben wir tatsächlich, die Leute zu kriegen, die kommen sollen. Ja. So. Weil die das also, auch so machen. Ja. Das hast du ja auch nicht vergessen. Die machen das auch so. Es gibt auch viele, auch genauso wenig würde ich da Namen nennen, aber es gibt auch viele, die wir gerne hätten, die sich auch immer hanebüchende Geschichten ausdenken, warum sie jetzt gerade keine Zeit haben. Der Günther kommt nicht, ja, wissen wir. Wie oft ich schon gehört habe, so dieses Halbjahr nicht, im Herbst ganz sicher. Ja. Wenn ich mal was hab. Der hat jetzt gerade nichts. Ja. Der kann jetzt nicht kommen, der kommt nicht einfach so. So, und bei Cutter an der Wand, da hängen so Zettel, in denen so all die Leute, die nicht so feige damit umgehen, antworten. Also das heißt, wenn wir eine Anfrage stellen, ob der und der in die Show kommen kann, gibt es Managements, die jetzt nicht rumlügen und sie rumlamentieren, sondern irgendwie knallhart sagen, ihre Show ist scheiße, bitte fragen Sie nicht mehr an. Und solche Zettel, die hängen dann bei Cutter irgendwie an der Wand. Damit kann man leben. Ja, kann man leben. Und kann irgendwie ist das ja fair. Das ist doch irgendwie fair. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also dieses dicke Fell und diese Nerven aus Stahl, die Cutter da an den Tag legt, um auch sowas, das hatten wir ja auch schon mal hier, dann nicht persönlich zu nehmen. Absolut, ja. Sondern halt zu denken, naja, das die Show ist ja auch scheiße. Ja. Also, dass man das in der Funktion desjenigen, der ja nun mal mit Zusagen und Absagen leben muss, irgendwie in einer gewissen Regelmäßigkeit, das muss man einfach können, da muss man der Typ für sein. Wem bist du auf den Pisser gegangen? Wie, wann? Du hast es doch eben gesagt. Ach so. Ich merke, weil du hast so eine echte Scham im Gesicht. Soll ich das Licht mal dimmen? Ja, willst du in deine Schattenwand treten? Ich kann es kurz erzählen. Ich war mal, da war ich glaube ich 3 Monate oder so, war ich bei Viva. Wie du dich schämst, ich kann es gar nicht sehen. Und, ich muss mich umdrehen. Da gab es so eine Medienveranstaltung, also da hat so ein großer Medienmogul, sag ich mal, so jemanden im Hintergrund, den man jetzt als Zuschauer nicht kennt, aber der schon viele Fäden in der Hand hatte damals, der hat dann zu so einem Sommerfest geladen und der hatte halt eine riesen Villa an so einem prunkvollen See und so. Und da konnte man dann da hingehen und da hieß es halt Sommerfest. Und da sind dann da so kleine so Leute mit so einem Frack rumgelaufen, die dann da so Essen verteilt haben. Und dann konnte man Blackjack spielen. Es war bei ihm zu Hause so, aber es war halt wie so eine, das war cool, genau. Und dann kamen da so allerlei Prominente. Das ist, wie gesagt, das ist schon sehr lange her. Also, keine Ahnung, also sehr, sehr lange. Der Markus Wolter macht solche Sommerfeste. Nein, der war das nicht. Nee, ganz ehrlich, nee. Der hat dann noch die Pappen gehalten bei der Vivasion. Nein, der war es nicht. Okay. Aber Stefan Raab war da. Und zudem habe ich dann, mit dem habe ich mich unterhalten. Es war sehr nett. Mehr erzähle ich nicht. Aber ich habe dann gesagt, ich möchte auch mal zu dir in die Sendung. Und dann hat er mich so angeguckt. Also damals habe ich das nicht gerafft. Aber jetzt im Nachhinein erinnere ich mich natürlich daran, weil sich dieses so eingebrannt hat. Der war nicht unfreundlich oder sowas. Der hat dann nur gesagt, ja, na klar. So. Und dann war ich auch, glaube ich, 6 Jahre oder 7 Jahre bestimmt nicht da. Oh Gott. In dem Moment ging innen so eine schwarze Liste auf. Den Idioten bitte nicht. Und also so wie der mich so angeguckt hat, damals konnte ich es nicht lesen, weil ich so beeindruckt war von all dem und so. Und es war irgendwie alles so toll. Und aber so, der hat auch nett gesagt, ne? Ja. Aber so wie ich es halt auch sagen würde, ja, gucken wir dann. So in der Art. Ich glaube, dass wir über Umwege gerade die perfekte Antwort auf Schmittis WhatsApp-Konversation gefunden haben. Dass dieses Ja, na klar, das kannst du auf so viele Weisen lesen. Ich glaube, es wäre die perfekte Antwort. Weißt du, was Robbie Williams mal gesagt hat? Ja. Dass Pizzagate Wahrheit ist. Nein, was anderes. Also, Robbie Williams hat mal auf die Frage antwortet, wenn er jetzt eingeladen ist, zum Beispiel bei einem Konzert von einem Freund oder bei einem Theaterstück oder bei irgendeiner Aufführung von jemandem, der ihm nahesteht oder den er nicht enttäuschen will. Und dann ist er danach hinter der Bühne und dann kommt der Prominente, der Freund, auf ihn zu und sagt, how did you like it? Wie war's? War's gut? Und dann hat er gesagt, es gibt einen Satz, den man dann immer sagen kann, und das ist ich super. Hänge an deinen Lippen, weil man muss das so oft, muss man sich da irgendwie so rum. Er hat dann gesagt, you did it again. You did it again. Und das kannst du eigentlich auch zurückschicken. Ja. Du sagst einfach, you did it again. Und ich habe mir das mal versucht auf Deutsch zu übersetzen. Ja. Und das wäre eigentlich sowas, dass man sagt, typisch du. Oh, sagst du, ne? Wie war ich? Wie war es? Ich habe jetzt gerade 6 Stunden auf die Schaubühne geschissen. Mhm. Dann sagt man, typisch du, Lars. Ist doch ein Kompliment. Stimmt, wenn er da steht mit seiner
mit seiner Designer-Aldi-Tüte. Und, wie war das? Typisch du. Typisch du. You did it again. You did it again, Lars. Das knallt mehr, das. Ja, ja. You did it again. You did it again. Tipp das jetzt also das dem. Soll ich jetzt, ihr, soll ich dem. You did it again. Schreib you did it again. Schreib das. Oh, ich will jetzt so gerne noch mehr von dieser Party. Das klingt so. Also was gibt's aber nicht mehr. Ich kann mich oder? An nichts mehr erinnern. Ernsthaft, ich weiß gar nichts mehr darüber. Ich weiß nur, dass ich irgendwann, eine Sache weiß noch, da habe ich mit so Kindern, habe ich dann, die haben vorne, wo so die Kinder der Party rumwuseln, ne? Und die haben mich dann gefragt, ob ich mitspielen will. Und ich dachte, die spielen da so Fußball. Da dachte ich, ja, spiele ich ein bisschen mit denen. Ja. Dann hatten die aber alle so kleine Golfschläger. So aus Plastik und haben dann halt so wie so Rugby damit gespielt, mit diesen Golfschlägern. Und einer ist mir dann so ans Bein gelaufen und dann habe ich so runtergeguckt und er schaute mich so an und sagt dann, sei vorsichtig, meinem Vater gehört die Maximilianstraße. Und der war so 5 oder 6. Das heißt, dann habe ich so überlegt, damit der mir das dann so sagt, auch aus dem Affekt heraus, muss es ja wirklich so sein, dass die Eltern den abends ins Bett bringen und sagen, schlaf schön, Leander. Und denke mal dran, Papa gehört die Maximilianstraße. Und jetzt Licht aus. Ja, macht einen betroffen. Aber solche Partys gibt es nicht mehr, oder? Also ich werde zumindest nicht mehr eingeladen. Also ich gehe nicht mehr hin, keine Ahnung. Nee, aber sowas habe ich da auch nicht mehr erlebt. Das war, ich weiß sonst auch nichts mehr. Das hat sich nur so eingebrannt, weil ich natürlich starstruck da stand. Und weil das für mich natürlich ein Erlebnis war. Also das war einfach wahnsinnig freundlich und nett alles und so. Und dann diese Abfuhr, die ich auch erst viele Jahre später überhaupt als Abfuhr kapiert habe. Das hat ein bisschen gedauert. Ich wollte noch mal eine andere Sache mit euch besprechen, denn wir sehen uns ja momentan nur zu dieser Aufzeichnung hier und jetzt nicht drumherum so viel, aber ab und zu bekomme ich ja auch mal mit, was ihr so im Internet veranstaltet und dass wir hier mal im Scherz gesagt haben, dass Schmidt so eine Art Influencer-Späti aufmacht, wo er also diverse Produkte geschenkt bekommt, die dann irgendwie in die Kamera gehalten werden, um die dann zu essen oder umsonst zu haben oder zu trinken. Das macht ihr ja bereits, ne? Also ohne, ihr teilt mehr durch zwei, nicht so ganz viel durch drei, sondern ich habe so den Eindruck, mehr durch zwei wird da geteilt. Und also ich habe im Internet, ihr habt das halt ins Internet gestellt, ne? Und da, ich sehe ja, wenn ihr was postet, kann ich das ja auch sehen. Und da habt ihr also Schmidt, du hast wirklich wahnsinnig viele Sachen mittlerweile und ich finde das nicht so nett, dass ich praktisch, als ihr seid nach wie vor, also ihr werdet größer und größer, aber wenn man jetzt, kennt ihr das, wenn ihr so einen großen Schwan auf dem See seht, ne? Ja. Ein großer, kraftvoller, schöner Schwan. Schön, ja. Und dann gibt es viele so drei so kleine, graue, hässliche Schwäne dahinter. Ja. Die sind noch nicht ganz fertig als Schwäne und die sehen auch noch nicht so geil aus wie der vorne. Und die können auch nicht so doll beißen. Aber, wie der richtige Schwan. Aber die können große Pakete bekommen mit ganz viel leckeren Likörchen. Oh, das ist ja die aber beste. Ich würde an und wenn eurer der, Stelle, und wenn würde der große, schöne Schwan ein bisschen förderlicher noch auftreten würde, dann würde er auch so ein Likör kriegen mit Earl Grey und Minze. Nicht immer nur Likör. Ich weiß ja nichts mehr davon. Ihr sagt mir ja gar nichts. Also jetzt mir hier noch mir noch zu sagen, ich würde mich hier nicht nett genug. Was habt ihr denn dafür getan? Ich denk mir immer, ihr kriegt das, ihr trinkt das aus und ihr sagt mir nichts. Und dann werdet ihr immer, erwischt und dann reagiert ihr mit Angriff. Du hast keine Zeit. Keine Zeit für Köstlichkeiten. Natürlich, ich habe den ganzen Tag Zeit, ich habe Ferien. Sowas interessiert dich doch gar nicht. Klar. Ich habe jetzt. Und das Einzige, was ich geschenkt bekommen habe, war im Rewe, habe ich ein Jürgen Klopp Weißbierglas geschenkt bekommen, weil dit weg muss. Wurde mir an der Kasse gesagt. Und da war ich wohl nicht der Einzige in Deutschland. Ich habe das gepostet und ganz viele haben gesagt, sie hätten jetzt auch Jürgen Klopp Weißbiergläser bekommen, weil dit weg muss. In ganz Deutschland scheint momentan die Ansage in Rewe-Filialen zu sein, diese Gläser müssen weg. Und ich frage mich, warum. Ich meine, die können ja nicht ablaufen. Da ist ja nichts zum Essen drin oder so. Das sind einfach so Fangläser. Da ist Jürgen Klopp drauf mit seinen 87 Zähnen, wie er so ganz fröhlich ein Bier trinkt. Und mir kommt das zu Pass, weil ich gerne so ein Glas haben wollte. Das ist aber das Einzige, was mir so geschenkt wird. Das kriegt aber auch der Typ vor mir und hinter mir. Ihr kriegt ja exklusive Sachen geschenkt, die sonst keiner hat. Also das Nächste, was reinkommt, Klaas. Das wie das, was reinkommt? Habt ihr jetzt so ein Lager aufgebaut? Wisst ihr mittlerweile schon? Na, es kommt bald wieder was rein. Also das wir können haben wir teilen. Fast jemand angestellt für die Logistik. Last in, first out. Also das Nächste, was reinkommt, da hat mir ein netter junger Mann geschrieben, der ist im Business Wischlappen. Putzlappen-Business. Bitte? Ja, der macht im Putzlappen. Ja, und
Und du bist Putzlappen-Influencer und hast aber irgendwie, hast ja breit gegrinst wegen meinen Tontöpfen, die demnächst kommen. Ja, aber der sagt hier so nett, hallo Jakob, ich arbeite in einer Fließstofffirma und würde dir gerne Putzlappen zukommen lassen. Und da habe ich jetzt schon mal gesagt, dass wir so erstmal grundsätzlich an allen Farben interessiert sind und dass er uns die schicken soll. Hä? Ja, es gibt für jeden jetzt Putzlappen. Das kann doch nicht sein, dass der da auch noch stolz drauf ist, dass der dann da. Ich meine, okay, irgendeiner muss ja auch so Fäule herstellen. Du, die sind da, gibt es ja auch unglaubliche Technologien, Mikrofaser und all und sowas. Das gucken wir uns nächste Woche dann mal ganz genau an. Und dann werden wir hier reden, Swifferst du hier in der Ecke. Oder? Ja, das wäre hier mal nötig, der Siffbude hier von Konstantin. Jassi, muss man da eigentlich dann wirklich immer ein Posting machen? Ja, das haben wir uns auch gemacht, weil wir haben das getrunken. Also bei Wischlappen. Schritt 1 war, wir haben. Wischlappen wäre ich mir ich kann doch auch putzen, ohne dass ich das posten muss dann. Was ist denn das für ein Produkt? Also wie will man das denn? Also da muss ich wirklich sagen, da hätte Andy Warhol seine wahre Freude dran, wenn man es schafft, einen Wischlappen zum Lifestyle-Produkt hochzujazzen. Ja. Vielleicht ist das unsere Aufgabe, Schmitty. Also das ist ja fast Boys. Tja. Ja. Aber müssen wir dann jedes Mal, weil dann kriege ich ernste Probleme. Ich glaube jetzt hier bei Studio Bummens, bei Konstantin, es werden... In dieser Woche noch Pakete kommen, große Pakete mit Tontöpfen, mit Likör. Könnte auch sein, dass ich ein paar Outdoor-Kleider bestellt habe. Also bestellt im Sinne von, ich habe gesagt, ihr dürft. Also, ich würde so sagen. Wir können das alles noch nicht, klar. Pass auf, wir machen das jetzt so einfach. Ja. Du machst immer, du machst zum Beispiel Produkte Montag. Machst du jetzt. Bei dir auf dem Instagram-Kanal machst du Produkte Montag. Und jeden Montag, da musst du ein bisschen Disziplin. Ich jetzt. Ja, ja, sicher, Schmitty, du. Wer bestellt das denn alles? Du hast den heißesten Draht. So, und du machst Produkte Montag. Ja. Immer wenn das Zeug reinkommt, dann sammelst du das alles. Und jeden Montag wird eins nach dem anderen Story für Story, sagst du, wie du das findest, testest das live in deinen Stories und dann darfst du das behalten. Musst du aber auch hier Anzeige, Werbung musst dazu schreiben, sonst ist das irgendwie nicht, also kriegst eine Anzeige. Das heißt, musst also dazu schreiben, dass das Werbung ist, dann machst du Produkte Montag. Das nimmt dir keiner übel. Ja, aber das ist richtig Arbeit. Ja, was glaubst du denn? Ja, jetzt also sag mal, Schmitty. Was glaubst du denn? Du bist schon wieder mal wie so ein Kind, denkst du, dass du übrigens auch, ne? Du musst jetzt hier nicht so mitmachen. Ich komme jetzt ein bisschen wieder auf deine Seite. Das ist auch mein Luft wird dünn. Aber kennst du das, wenn du hast ja auch einen kleinen Bruder, ne? Ja. Kennst du das, wenn der Ärger gekriegt hat und du hast dich gefreut und hast du dich so neben deine Eltern gestellt und so mitgeschimpft, bis du dann auch Ärger bekommen hast, nach dem Motto, was willst du denn jetzt eigentlich hier? Du gehst jetzt auch mal in dein Zimmer. Ja. Dass du so cool mitschimpfen wolltest. So ging es mir mal am 1. Mai. Da habe ich mich neben die Polizisten gestellt und habe auch so verächtlich zu den Steinewerfern geschaut. Und das haben aber die Polizisten nicht ganz kapiert, zu wem ich jetzt gehöre. Die haben nicht gerafft, dass ich ihr Buddy bin. Und bin in Tränengas reingeraten. Ich bin nur einmal in Tränengas reingeraten, weil mein Nachbar in unseren Wald geschossen hat. Und dann sind meine Oma und ich in die Tränengaswolke gelaufen. Das ist das muss man sagen, also in Oldenburg gab es ja nicht so viel Action, aber was mir letztens wieder eingefallen ist, könnt ihr euch noch an die Chaos-Tage in Hannover erinnern? Ja. Was war das nochmal? Nee, das war eine Zusammenrautung von so Punks, die sahen auch noch wirklich aus, wie man sich Punks vorstellt. So Eule, Kreck und Pisse? Eule, Kreck und Pisse hatten nur eine Sicherheitsnadel im Ohr und noch einen großen aufgestellten Iro mit irgendwie so Zuckerwasser aufgestellt. Und die haben also in Hannover irgendwann mal in den 90ern richtig Stress gemacht. Die haben sich da getroffen und haben da die halbe Innenstadt ausgeräumt. Das war so wie Hamburg beim G7-Gipfel so ungefähr. Also ähnliches Couleur. Es war wirklich jahrelang ein Gespräch, die Chaos-Tage. Es hat richtig gerumst. Und dann haben die es auch wahnsinnig unterschätzt. Da war dann zu wenig Polizei und dann kannst du dir vorstellen. Und dann dachten die sich so, ja, das machen wir jetzt häufiger. Jetzt gehen wir mit der Nummer Chaos-Tage, dachten sich die Banks, damit gehen wir jetzt auf Deutschland-Tour. Ne? Wir gehen jetzt überall mal hin und machen überall mal Chaos-Tage. Und ich wollte mit meiner Schwester im Garten zelten. Und dann habe ich im Garten neben unserem Sandkasten da, habe ich mein Iglo-Zelt aufgebaut und ich und meine Schwester lagen dann da auf unseren Luftmatratzen. Drin haben meine Eltern Fernsehen geguckt, es war 9 Uhr abends, also sagen wir, die Gefahr war übersichtlich, die uns da blühte. Aber, und das hatte ich dann wirklich so eine halbe Stunde voll gehört, heute sollten Chaos-Tage in Oldenburg sein. Die wollten sich treffen in Oldenburg und es hieß Chaos-Tage in Oldenburg. Und ich hatte die Bilder von den Chaos-Tagen in Hannover im Fernsehen gesehen und dachte mir, uiuiui, also wenn die das in Oldenburg machen. Und ich weiß noch, wie ich in meinem
in meinem kleinen Zelt drin lag und mir so dachte, okay, wenn die jetzt in der Innenstadt am Lappern anfangen und dann, wenn die dann so marodierend durch die Straßen ziehen, dann habe ich mir so vorgestellt, wie lange das jetzt dauert, bis sie die ganze donnerschwere Straße runtergelaufen sind, dann irgendwie an der Schule denken, oh, hier gehe ich jetzt mal rechts rein und dann praktisch in unserer Straße sind und dann habe ich die vor meinem geistigen Auge schon so gesehen, wie die so die überall so schon so die Äste von den Bäumen abknicken und überall so die Scheibenwischer so hochklappen. und so und gegen die Autos treten. Und dann habe ich dann zu meiner Schwester gesagt, das ist viel zu gefährlich, wir müssen wieder rein, heute sind Chaos-Tage. Ich meine mich auch, das ist kein Scherz zu erinnern, dass die Chaos-Tage, also tatsächlich so eine Tournee, die Hannover war durchgespielt und dann wollten sie weiterziehen. Das war übrigens das letzte Mal, dass richtig was los war in Hannover. Ja, stimmt. Danach tote Hose. Nein, noch der Pinkelprinz da am Pavillon bei der Messe. Ja, der hat auch wieder abgeliefert, hast du gemerkt? Ja. Dann, aber die Chaostage haben ein jähes Ende gefunden, denn irgendeiner von den Punks kam auf die Idee, wir machen Chaostage in München. Ui. Und danach gab es keine Chaostage mehr. Und die wurden alle einfach schon wegverhaftet mit Grenzübertritt, das weiß ich noch. So im Zug alle weggeklaubt, keine Chaostage abgeblasen. Ja, und dann waren wieder ganz aber normal. Aber wo waren wir denn jetzt? Jetzt haben wir wieder geteased, wie Toni Groß sagen wieso? Würde. Wieso? Haben wir die alles abgefrühstückt? Nee, wir hatten irgendwie ein ganz anderes Thema. Wir haben nämlich davon geredet, dass ich da montags influenze. Ja, mach das doch einfach. Aber dass das Arbeit ist. Da hast du dich da echauffiert, was ich da jetzt wieder, was ich für ein Typ bin, ne? Was für eine Knalltüte. Ja, weil du wieder alles wieder umsonst haben willst. Ohne was zu tun. Ja, aber weil du musst auch wissen, wir sind 10 Jahre mit dir aufgewachsen und da waren immer in deinem Büro, haben sich Pakete gestapelt mit feinstem Zwirn. Schönstem Alkohol und irgendwelchen Taschen für 800 Euro, die dir geschickt wurden. Und ich kann mich nicht erinnern, dass du jemals was gepostet hast. Du hast nie was dazu gemacht. Nee. Und das haben wir uns halt abgeguckt. Und jetzt plötzlich sollen wir, wenn wir mal ein paar Schokoriegel kriegen, müssen wir da den ganzen Montag investieren. Für wen haltet ihr euch denn mittlerweile? Was denkt ihr denn? Ich hab doch jahrelang daran gearbeitet. Nee, jahrelang machst du das schon. Hast du das schon? Ja, aber das gab doch die ersten 10 Jahre gab es gar nichts. Nicht mal Tontöpfe. Wirklich? Ja, sicher. Glaubst du, als Viva-Moderator hatte ich mal irgendwas umsonst? Was waren das denn für Klamotten? Da bin ich noch erwischt worden, weil ich mit der 4 nach Schlebusch bin ich noch ohne Ticket gefahren, weil ich kein Geld hatte. Dann haben die mich noch da rausgezogen, haben gesagt, hier, bitteschön, Fackernkontrolle. Das war das glamouröse Leben bei Viva damals. Durftest du die bunten Sachen behalten, die du anhattest bei Vivasion? Oder nee, nicht Vivasion, bei Viva-Live? Manchmal, Viva aber eigentlich nicht. Nee, die musste ich richtig klauen. Die habe ich richtig geklaut. Okay. Nee, gab's auch Ärger. Hieß, wo sind die Schuhe? Sag ich, ich hatte die nicht. Dann sind die zu Hause. Und dann muss ich mal aufpassen, dass ich die nicht irgendwo anziehe, wo ich dann gesehen werde in Köln. Weil mich in Köln ja ständig trifft. Ja, das heißt, da konnte ich mein Diebesgut immer nicht. Aber was auch sehr gut war, manchmal, das war dann später bei Viva und bei MTV, da war es dann so, dass ich manchmal in dem Styling-Raum, wo sich alle Moderatoren umgezogen haben, da habe ich dann mich immer auch umgezogen, habe da Sachen gekriegt und manchmal auch Sachen von mir selber sind dann da irgendwie liegen geblieben und so weiter. Mal ein Pulli, mal eine Jacke, mal ein paar Schuhe, mal ein T-Shirt. Und dann gab es aber so einmal im Jahr so einen Lagerverkauf, wo jeder sich irgendwas nehmen konnte. Und da sind teilweise die Praktikanten in meinen Klamotten rumgelaufen, weil die dann auch mitverkauft wurden. Für 5 Euro wurde dann irgend so ein altes T-Shirt von mir verkauft, wo das gar nicht aus dem Lager kam, sondern was ich da mal hatte liegen lassen. Und das war schon ein komisches Gefühl. Sag mal, es gab noch ein Missgeschick der Woche, da würde ich gern ganz kurz noch drauf eingehen. Der Haftbefehl hat sich selber ins Bein geschossen. Mhm. Ja, was wird, also wie kann das passiert sein? Ja, man hört, dass er, also der ist jetzt nicht morgens aufgestanden, hat sich ein Cappuccino gemacht, hat die Knarre aus dem Safe geholt und gesagt, so, welches Bein nehmen wir denn? Ja. Sondern das ist halt so beim Rumfuchteln passiert, nehme ich an, ne? Oder? Ich habe hier eine Theorie gehört, die nimmt uns vielleicht den Spaß, aber man sagt sich auch, vielleicht hat er sich gar nicht selbst ins Bein geschossen, sondern er will kein 31er sein. Und der hat sich ja im Rotlichtmilieu rumgetrieben. Mhm. Und rein zufällig hat er da beim Rumfuchteln sich ins Bein geschossen. Vielleicht wurde ihm ins Bein geschossen, er kann aber nicht petzen, weil das sich nicht gehört. Ja, weil es ein Snitch-Move wäre. Mhm. Was sagst du jetzt? Also da muss ich wirklich hart abzuwägen, der ganzen Welt zu erzählen, man hat sich selber ins Bein geschossen oder da ein zu verpfeifen, ist jetzt beides nicht so geil. Ne? Also man weiß nicht. Als Rapper, weißt du, in dem Moment, wo du eine Kugel im Bein hast, weißt du, das ist jetzt eine Einbahnstraße. Es gibt keine gute Story, die ich jetzt erzählen kann. Die eine kriege ich da aufs Maul, die anderen, da lachen sie mich aus. Weil der blaue Haken ist dir sicher nach der Aktion. Ja, doof ist, wenn du dann kein Album draußen hast. Dann ist das einfach nur scheiße nämlich. Mhm. Aber gab's doch auch schon mal.
Massiv hat er doch sowas Ähnliches mal gemacht. Ja, aber das war ja Album-Promo. Ja, na gut, das war clever. Ne? Das war ja zumindest vom Timing her gut. Ja. Ja gut, aber man muss halt vielleicht irgendwie sowas dann auch mal machen. Also da habe ich jetzt, ich denke ja sowieso immer auch in diesen ganzen Filmen, wenn die immer die Knarre vorne da in den Hosenbund reinstecken, ne? So oben am Gürtel, so einfach so rein, ohne Pistolenhalfter. Also da kannst du ja froh sein, wenn es nur ins Bein geht. Ist ein Tanz mit dem Teufel, ja. Da gibt's, also ich denke mir da auch immer, meine Güte, hast du das gesichert? Ja, okay. Aber vielleicht sollten wir das mal machen, Jakob. Beinschießen? Dass wir uns unsere Snacks, die wir geschickt kriegen, verdienen. Laut Herrn Glashäufer Umlauf. Ja. Weil wir machen ja zu wenig, dass wir da sagen können, her damit. Sag mal, gibt es noch ein paar schlaue Bücher, die du noch irgendwie liest? Er hat die heute, hast das mitgekriegt? Er hat so, den Wellback, den hat er hier einlassiert, als wäre es der neue Fitzek. Um mal eben zu sagen, ich schließe im Sommer den Wellback mal eben weg hier. Serotonin. Kann ich empfehlen. Und These hat er auch noch im selben Satz gesagt. Kann ich empfehlen. Ich würde ja gerne hier einen Buchtipp machen, aber das ist mir selber dann auch zu schlau. Dann könnte ich unseren eigenen Podcast nicht mehr empfehlen. Aber das kann ich empfehlen. Finde ich mal toll, wie du dich hier so unterschwellig positionierst. So nennt man das ja wahrscheinlich. Ne? Willst du als der Schlaue gelten? Der Schlaue Dumme. Weißt du, das ist mal wichtig. Dass man also, der eigentlich schlauer ist als das, was er sagt. Also bevor du da irgendwie Höhenflüge kriegst. Kaka in der Hose. Ja. So funktioniert es auch, indem man das, was man sagt, sehr weit runterlevelt. Ja. Ich habe irgendwie bei Twitter gelesen, wir werden mit TKG verglichen. Echt? Ja. Immerhin. Du warst jetzt nicht der Intellektuelle. Bin ich Gabi? Aber wir entspringen einer Generation, die vom Handy gelobt wird, wenn man viel liest. Kennt ihr das? Nee. Was ich selten mache, aber manchmal geht es ja irgendwie nicht anders, wenn man jetzt nichts zur Hand hat. Ich habe mir auch mal ein Buch praktisch aufs Handy runtergeladen und dann lese ich ein Buch auf dem Handy, was man ja so machen kann, wenn man so im Bett liegt. Und irgendwann so nach ganz kurzer Zeit, so nach 6 Minuten oder so, lese ich irgendwie so ein paar Seiten und dann kommt da so eine kleine Push-Nachricht und da steht Tagesziel erreicht. So als hätte ich jetzt Sport gemacht. Nein, das gibt es. Das Handy lobt mich dafür, dass ich was anderes mache, als im Internet rumzueiern. Er sagt, toll, jetzt liest er mal. Naja, dann wollen wir ihn mal unterstützen auf seinem Weg. Tagesziel erreicht. Dann sag mal, du kannst jetzt wieder zumachen. Macht ja eh keinen Spaß lesen. Ne? Machst jetzt wieder zu. Und jetzt hast du uns ja allen bewiesen, wie wahnsinnig schlau du bist. Also wie despektierlich das Handy mit mir umgeht. Also wenn es ein Update machen soll, geht's mir auf den Sack. Oh, eine Seite Zauberberg von Thomas Mann. Oi, oi, oi. Na dann leg dich mal wieder ins Bett. Ich finde das wirklich unter aller Sau, dass man bei beim Lesen gelobt wird vom Handy. Weil ich denke, für wie dämlich hältst du uns eigentlich, du beschissenes iPhone? Meinst du, der Algorithmus, der wird da auch noch diskriminierend? Also, dass er dich schon nach 6 Seiten lobt, bei Lund dauert es vielleicht 20 Seiten. Ja, ich könnte ja sein. Ja. Ja, total. Absolut. Ich glaube schon. So. Inspiring. Ja, haben wir den Folgentitel eigentlich schon fast. Ja, Leute, ich freue mich. Ich werde es wieder zurückgehen. Was ist denn mit dem Schlauchboot? Ja. Die Leute waren richtig schockiert über eure Faularschigkeit also, da. Vielleicht auch nochmal richtig stellen. Also die ganze Nummer ist ja alles schön und gut. Und ich glaube, es hängt alles mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem Klaas... Wir ordnen doch mal ein für die Zuschauer. Ja, es war so, also du hast uns eingeladen auf dein Schlauchboot. Genau. Und jetzt ist es so, bei dir haben solche Einladungen eben einen Haken. Und das ist so, wenn man Leute zum Grillen einlädt, dann erwartet man nicht, dass die das Grillgut mitbringen und die Würstchen braten, sondern man macht das für die. Und bei dir war das nun mal so, dass du gesagt hast, ich lade euch da aufs Boot ein. Dann kam raus, das ist so ein Aufpusteboot mit irgendwie so einer selbstgebastelten MacGyver-Autobatterie und da hängt so ein Motor dran. Raus, und da gesagt, kam raus mit einer Luftmatratze mit da ganz in die vielen Scheiße Fußnoten, da. Dass wir da noch ganz viel Arbeit investieren müssen, bis das auf dem Wasser liegt. Und da sage ich jetzt einfach nur eins, oder müsst ihr euch nicht beschweren da im Internet. Klaas und ich, wir machen das, aber wir kommen zu einem anderen Zeitpunkt dazu. Das heißt also, du machst das Boot da so richtig, das macht dir ja auch Spaß, du frickelst dir das da. Das ist bist voll das sein Wasser, Element. Du bist eine alte Seeranne, du bist ein alter Käppenblaubeer, du machst da, die holst die Schoten dicht und all die ganzen Käse. Und wenn das im Wasser liegt, dann setzen wir uns da rein, machen die Aufnahmen und tschüss. Nee.
Wir machen das folgendermaßen, ihr kommt bei mir vorbei, ihr könnt mir sogar noch vor meinem Haus parken. Oh, jetzt lockt er uns noch zu sich nach Hause. So. Ja, ja. Und dann fahren wir... Muss ja gar nicht kacken. Ich will gar nicht zu dir nach Hause. Ich habe so eine Sackkarre und da ist das Boot drin, der Motor, die Autobatterie, die Abpumpe, die Aufpumpe. Oh, das klingt so richtig wie ein Kleingarten. Und dann fahren wir da über die Straße, fahren wir zum Ufer. Hast du eigentlich eine Deutschlandfahne in deinem Garten? Könnt ihr gerne mitbringen, wenn euch das beliebt. Und dann wird das aufgepumpt da vor Ort und der Podcast wird angeschmissen, dann nehmen wir die Folge auf. Das ist Arbeit, meine Herren. Das ist Arbeit mit Vergnügen. Und es ist erschreckend, und das sehen auch die Zuhörer so, wie ihr euch ziert, was andere Leute Freude gibt. Die würden sich ein Bein ausreißen, um mit mir fahren zu dürfen. Wenn ich zur Massage gehe, dann muss ich da auch nicht das Ding aufbauen und da den Eukalyptusduft reinpusten. Sondern lege ich mich hin, dann geht's los. Es ist was Schönes. Wir haben einen schönen Tag. Einfach einen schönen Tag wie früher, als wir uns noch richtig gut verstanden haben. Du redest so wie so ein Vater, dem die Kinder so ein bisschen entwachsen sind. Ja, wir so wollen Gameboy spielen. Ganz ehrlich, du hast ein Leben lang hast du uns nicht interessiert und jetzt, wo Mama und du sich getrennt haben, machst du hier den großen Ausflugspapa. Ich habe keinen Bock mehr. Wirklich, ich bin mittlerweile 18 Jahre alt. Ich will kiffen und meine Ruhe haben. So, ich habe jetzt keinen Bock mit dir irgendwie da durch den Schwarzwald zu hühnern. Da mit deinen Ninja-Sternen und mit deinem aufblasbaren Boot. Lass mich in Ruhe, dein schlechtes Gewissen, für das bin ich nicht verantwortlich. Hättest mal früher anfangen müssen, aber da hast du ja lieber geraucht und Bier getrunken. Tut mir leid. Zu spät für eine Vater-Sohn-Beziehung hier. Ja, ich meine, wir das wird das große Finale von der Baywatch Berlin Summer Breeze. Hauptsache den Leguan geht's gut. Wirklich, das war 20 Jahre das Thema. In 3 Wochen, oder? In 3 Wochen machen wir das. Ich würde jetzt in eurem Interesse jetzt wenn mal das Wetter kein Datum ist. Festlegen. Wenn das Wetter gut ist. Wenn das Wetter gut ist, und dann machen wir das. Aber wir müssen doch alle finden, aber dass wir machen da das mit Spaß. Ihr müsst auch Spaß haben. Kann ich nach Hause? Ja, ihr moderiert den Käse hier mal ab und dann. Also, das war Baywatch Berlin. Schön, dass ihr dabei wart. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Wir haben natürlich am Ende aber so ein bisschen so getan, als hätten wir keine Lust mehr. Das war natürlich nur ein Spaß. Ne? Wir sind natürlich absolute mit, also die Entertainment-Maschine ist bis oben hin mit Lachbenzin gefüllt. Und auch in der nächsten Woche werden wir das Ding wieder langsam auf den Hof kommen lassen. Also seid dabei, wenn wir hier vom ersten in den dritten Gang schalten. Das war aber Baywatch Berlin für diese Woche. Tschüss und macht's gut. Ich hab euch ganz, ganz doll lieb. Euer Klaus. You did it again. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.